Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu Ausgelevelt, der Podcast, der das Max-Level schon längst erreicht hat. Und wie immer bin ich der Micha und nicht alleine, denn der Kave ist nicht weit von mir. Hallo Kave. Danke, mein guter Micha. Auch ich grüße dich, schön dich zu hören. Und ja, hinter uns liegt eine sehr interessante Woche mit meiner Meinung nach verdammt guten Ankündigungen, die zumindest mein Herz höher schlagen lassen. Und dafür verantwortlich zeigt sich kein geringerer als... Doch, dazu kommen wir später. Punkt. Vorher Punkt. Müssen wir erstmal noch andere Dinge richtig reden. Ja, die Woche war auf jeden Fall ganz gut. Dank Nintendo auf jeden Fall. Aber auch jetzt hast du es schon gespoilert. Was soll denn das? Nintendo hat natürlich wieder was Großes gemacht. Das ist ja immer sehr interessant. Die machen immer so kleine E3s, so mitten im Jahr. Wirklich? Also ich bin manchmal echt überrascht, was da manchmal so rauskommt. Ohne Scheiß, die Directs sind meistens besser als das, was sie auf der E3 machen. Das stimmt. Also das, was die da manchmal raushauen, Respekt Nintendo, was ihr da manchmal präsentiert. Ja, das ist Überraschungen drin, wo man sich echt denkt, warum war das nicht auf der E3? Gut, vielleicht war es einfach noch nicht fertig, aber wow. Eigentlich ist das mal, die heben sich halt alles halt, damit sie es schön verteilen, ja, über die Wochen und Monate. Ist halt schlau. Die machen es richtig. Statt alles direkt auf einmal rauszuhauen, wie die anderen. Oh ja, die machen es auf jeden Fall richtig. Nintendo macht einen richtig guten Job, kann man nicht anders sagen. Ich spiele halt leider nicht viel auf der Switch, aber es ist halt immerhin schön zu wissen, dass ich spielen könnte. Genau. Aber es gab auch ein paar andere Sachen, die natürlich angekündigt wurden, ja, die ganz interessant sind. Aber bevor wir so weit gehen, fragen wir natürlich mal wieder die Frage der Fragen. Und zwar, Kabe, was hast du denn diese Woche so gezockt? Ja, also ich habe ein Spiel gespielt, in das ich immer viel Hoffnung gesteckt habe, auf das ich mich auch eigentlich auch immer sehr gefreut hatte, auch wenn es für mich kein Day-One-Kauf war, aber irgendwie war es dann auch irgendwie passend zum Titel. Days Gone. Oh, endlich. Der Tag ist gekommen, der Tag der Wahrheit. Im Vorfeld wurde Days Gone ja immer gerne als generischer Open-World-Zombie-Shooter abgestempelt, auch von dir, mein lieber Micha. Ja, sage ich aber immer noch. Aber als jemand, der das Spiel wirklich gespielt hat, möchte ich ganz besonders dir etwas dazu sagen. Und jetzt kommt's. Auf den Vorwurf, dass Days Gone ein generischer Open-World-Zombie-Shooter sein soll. Ja klar, darüber müssen wir nicht reden. Aber die viel wichtigere Frage ist, macht das Ganze bei aktuellem Open-World-Überdruss überhaupt Spaß? Richtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss sogar sagen, dass ich schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Open-World-Titel hatte, wie bei diesem hier. Und das, obwohl das Spiel gar nicht so viel anders macht als andere Genre-Vertreter. Das ist also eher mein persönliches Empfinden. Es ist aber auch die Mischung, die mir sehr gut gefällt. Was Ideen angeht, bedient sich Days Gone bei den Besten der Branche, aber das ist okay. Wir reden von einem AAA-Spiel, von einem nicht allzu großen Studio, das eigentlich nur für die Siphonfilter-Reihe bekannt ist. Da geht man lieber keine großen Risiken ein. Ja, macht Sinn. Tatsächlich hat das Spiel auch halt auch sehr viel Story, aber eine unfassbar vorhersehbare gleichzeitig. Finde ich aber nicht so wild. Dafür ist die Inszenierung aber sehr gut gelungen. Ich habe ja The Walking Dead immer gern geguckt und einer meiner Lieblingsfiguren ist auch ein Biker und allein schon deswegen hat mich das Spiel schon sehr angesprochen. Okay. Dass man nur ein Bike fährt und die Zombiehorn, das sind eigentlich die beiden einzigen Alleinstellungsmerkmale des Spiels, muss man einfach sagen. Ja. Aber optisch ist es echt schön, die Map ist groß, öffnet sich aber erst nach und nach. Es gibt wie bei Red Dead Redemption Random Encounters, man muss tanken, gerade anfangs muss man auch echt oft tanken und das hat man verglichen mit einem Mad Max deutlich besser hinbekommen. Zum Glück, bei Mad Max, Mad Ads war der Spritverbrauch so gering, dass es fast schon überflüssig war. Ja. Vor allem, weil man noch einen Reservekanister dabei hatte. In Days Gone findet man zwar auch regelmäßig Kanister, kann sie aber nicht mitnehmen. Aha. Um Sprit zu sparen, kann man das Bike an Abhängen zum Beispiel einfach ausrollen lassen. Oh, okay. Und das finde ich ganz nett. Man fühlt sich auch nie wirklich sicher, weil einem die Zombies bei voller Fahrt auch mit einem Hechtsprung vom Bike tackeln können. Okay. Also das Gefühl von ständiger Bedrohung hat man eigentlich richtig gut hinbekommen. Das Gunplay selbst ist okay, nichts Weltbewegendes. Man kann wie beim Dead Rising Nahkampfwaffen craften mit Haltbarkeit, aber mit einem Skill kann man sie auch wieder reparieren. Mhm. Man findet auch normale Schusswaffen, die man mitnehmen kann, aber man kann sie nicht in den eigenen Waffenschrank packen. Das geht nur bei gekauften Waffen. Okay.
Was ich noch etwas merkwürdig finde, ist, dass zwar überall Autos rumstehen, aber in dieser Welt anscheinend kein einziges fahrtüchtig zu sein scheint. Natürlich. Das ist halt etwas komisch, aber gut, das ist halt eine Designentscheidung. Zumindest kann man sie looten. Oh, das ist ja immerhin etwas. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch so lieber, das Bike aufzurüsten in den unterschiedlichen Kategorien. Macht so viel Spaß und motiviert. Man hat bei Gefechten auch oft die Möglichkeit zu stealthen, was ich auch immer sehr gern habe bei solchen Spielen. Man kann sich aber jetzt nicht an Wänden so anlehnen oder nur ducken. Also es ist jetzt kein wirklicher Cover-Shooter. Ah, okay. Also kein Cover-System. Das nicht. Ja, man kämpft auch gegen menschliche Gegner, klar, aber natürlich sind diese hier nennen sie die Freaker. Ist auch so eine Unsitte, dass man mittlerweile Zombies gar nicht mehr Zombies nennt, sondern einfach anders nennt. Als ob die noch nie was von Zombies gehört haben. Ja, die wollen sich halt so nach dem Motto, nee, wir sind kein generic Zombie-Shooter. Nein, wir haben Freaker. Das ist doch was komplett anderes. Ja, aber auch bei The Walking Dead heißen die Beißer. Also, ey, come on. Echt? Das ist irgendwie in Mode gekommen, irgendwie, dass man die jetzt immer anders nennt. Aber gibt es vielleicht jemanden, der den Namen Zombies als Copyright hat und deswegen darf man das nicht benutzen? Das wäre es ja, aber. Nee, ich glaube, es ist einfach, das ist irgendwie cooler. Das ist einfach cooler, die anders zu nennen, aber. Das stimmt. Naja, ist ja in Ordnung. Die sind ja auch nicht wirklich zombie-typisch. Eher so wie World War Z, so diese Art von Zombies. Es ist alles in allem ein echt spaßiges Action-Game, ohne viel Schnörkel. Hat mich gut unterhalten bislang. Auch wenn man viel von den ganz Großen abgekupfert hat. Fassen wir mal die Zutaten zusammen. Zombies, Jack, eine Kelle, The Last of Us, Jack, eine Prise, Red Dead, Jack, Open World, Jack. Also man hat halt alle Zutaten, Skill Trees in drei Kategorien und so weiter. Es gibt viele Quests, die man annehmen kann. Man kann Überlebende retten und sie quasi in Camps schicken und steigt quasi das Vertrauen und kann quasi in den Läden neue Bereiche freischalten. Es ist halt viel Motivationskram, Sammelkram, alles, was einfach bei solchen Spielen einfach dazugehört. Aber es macht mir einfach verdammt viel Spaß. Das ist ja das Wichtigste. Weil mit dem Bike zu cruisen, es steuert sich auch echt gut und es ist schon echt gut gemacht, muss man einfach sagen. Es ist jetzt nichts, was einen aus den Socken haut. Aber aus irgendeinem Grund, obwohl es einfach schon Standard Open World Spiel ist, weil ich weiß, kann es gar nicht genau definieren, warum es irgendwie so gut funktioniert. Aber ist wahrscheinlich auch heutzutage schwer, ein etwas Besonderes zu machen in Open World, weil eigentlich fast alles schon gemacht wurde. Also außer du bist jetzt irgendwie ein Superhelden-Videospiel. Ja, das stimmt natürlich. Das ist echt schwer, weil selbst so Sachen wie GTA, ich meine, da ist ja auch wirklich, okay, du kannst einfach nur mehr machen, aber es ist jetzt auch nicht, sag ich mal, irgendwas Besonderes, sondern einfach nur GTA. Man spielt das wegen den Details und wegen den ganzen Sachen, die man machen kann, nicht weil da irgendwas Besonderes ist, was du in keinem anderen Spiel machen kannst. Das stimmt natürlich. Das ist echt mittlerweile echt schwer, da noch irgendwas zu finden, was man noch irgendwie reinpacken. Aber diese Freaker-Horn, die sind schon cool. Das sind schon teilweise richtig intensive Momente, wenn du einfach wenig Sprit hast und von einer Horde versuchst zu flüchten. Und dann, der Sprit ist alle, da musst du aussteigen. Oh, ich muss schnell irgendwie einen Kanister finden. Und dann zurück zum Bike nachtanken und dann schnell weg hier. Also es ist schon echt, echt cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und vielleicht wird es dein nächstes Lieblingsspiel. Vielleicht, wer weiß. Könnte sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, aber ich kaufe es mir eh irgendwann. Als Sammler bin ich ja eh jemand, der immer die Exclusives jeder Konsole auf jeden Fall kauft. Aber es hat keinerlei großartige Priorität bei dir. Das ist eher so dritte Reihe Spiel für dich. Genau. Das wird irgendwann, wenn das günstig für ein Zwanni, ich sehe das dann vielleicht, dann nehme ich das mal mit, dann lege ich das mal rein und dann wird sich nach ein paar Stunden entscheiden, ob ich es dann beende oder ob ich dann sage, okay, ich habe alles gesehen. Ich habe Hoffnung. Eine Frage, kann das Bike, kann das zerstört werden? Also es kann auf Null gehen, bislang ist es mir nicht kaputt gemacht, man muss es aber dann reparieren, weil dann fährt es halt nur noch wie so ein Krepel. Aber man kann es doch benutzen. Man kann es noch benutzen. Es ist nicht dann irgendwann weg, dass du es nicht mehr benutzen kannst oder so. Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo einen Abhang oder ins Wasser irgendwie fährt, ich glaube, dann kann man es, glaube ich, für ein kleines Entgelt kann man es, glaube ich, wieder zurückholen.
Aber ganz weg ist es, glaube ich, dann. Und kann man das irgendwie rufen? So aller Ebona oder sowas? Nee. Also man muss da immer hinlaufen. Man muss da echt immer hinlaufen und für Schnellreise braucht man auch Sprit. Und man kann jetzt nicht einfach so schnell reisen. Okay. Und also du musst auch immer zum Bike zurück. Also wenn du es irgendwo liegen lässt, dann musst du halt schön wieder mal zurücktrampen. Okay. Ja gut. Also das ist so, ich finde es aber okay so. Also wenn du es rufen könntest, es wäre einfach dann irgendwie zu leicht und das wäre nicht dasselbe. Richtig, und es wäre auch unrealistisch. Also in der Welt, also wenn das jetzt eine Hightech-Welt ist, würde ich sagen, okay, dann kann man das Bike rufen. Aber so wie so ein Pferd so rufen, das wäre ein bisschen komisch. Deswegen frage ich ja. Also es ist schon, der Survival-Faktor ist schon, finde ich, ganz gut gemacht. Und alles andere wäre einfach nur casual gewesen. Ja. Und dann wäre es auch automatisch ein schlechteres Spiel, muss man einfach sagen. Wenn es diese komfortablen Elemente gäbe, dann das wäre einfach nicht dasselbe. Denke ich auch. Dadurch hat es halt so ein bisschen diesen Survival-Aspekt, sage ich mal, der jetzt nicht extrem ist, aber immerhin da ist. Absolut. Man muss zwar nichts essen, wie bei Red Dead, das ist zum Glück, das brauchen wir auch nicht. Aber es gibt halt aber auch Ausdauer und die Ausdauer ist auch echt. Also er kann auch nicht echt viel laufen und gerade diese Horn sind schneller als man selbst. Und das ist schon echt spannend. Also diese ganzen Duelle mit den Horn sind echt spannend gemacht. Also wirklich ein cooles Spiel und gerade das Gunplay wird dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Du mochtest schon Uncharted, glaube ich. Das lag meistens an dem Controller, da ich finde, dass der PlayStation 4 Controller ein bisschen zu sensibel ist bei solchen Spielen. Ja. Ich habe so ein Gefühl, also wenn dir schon Uncharted nicht so zugesagt hat, dann ist es wahrscheinlich. Also bei Uncharted fand ich immer das Gameplay okay, weil einfach auch ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler immer wussten, dass die Steuerung nicht die beste ist für Shooter und dementsprechend die Encounter auch nicht zu extrem gemacht haben. So kam mir das auf jeden Fall mal vor. Deswegen konnte ich mich da immer, sag ich mal, in Anführungsstrichen durchquälen. So schlimm ist es nicht. Es ist schon deutlich besser, als ich es sehe. Aber ja, verglichen zu anderen Shootern fand ich immer Uncharted so ein bisschen von der Steuerung her nicht die beste. Vor allem, weil der Drake immer so... Ist ja okay. Ja, weil der Drake immer so ein bisschen... keine Ahnung, der kann nicht stillstehen. Wenn man still bleibt, dann bewegt er sich immer noch so 3 Meter weiter, gefühlt. Das stimmt natürlich. Mal ausprobieren, ob das besser ist. Ja, irgendwann. Es wird auf jeden Fall getestet. Also ich werde es auf jeden Fall mal spielen, so ist es nicht. Das beruhigt mich doch. Aber jetzt genug, denn ich will jetzt eigentlich was zu Astral Chain hören. Astral Chain, oh mein Gott. Was du gespielt hast und ich bin so gespannt. Ich habe es noch nicht durch. Ich habe mehr als die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Also ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind 12 Kapitel. Okay. Ich bin bei 7 oder 8. Wie lange hast du bislang gespielt? 15 Stunden ungefähr. 15 Stunden? Ja, so du bist gerade bei der Hälfte. Ja. Ich habe halt alles gemacht. Also ich habe bis jetzt alle Cases gemacht. Es gibt halt super viele Nebenquests, die man machen kann. Aber die sind auch wirklich sehr kurz, die Nebenquests, muss man dazu sagen. Weil das Spiel ist kein Open-World-Spiel à la Nier Automata. Es ist ein levelbasiertes Spiel. Nach jeder Mission geht man immer wieder zurück zur Polizeistation und dann geht man wieder ins Level und das Level ist dann meistens ein bisschen größer. Also da kann man dann viel machen und da gibt's halt dann es gibt quasi zwei Phasen, aber ich fange mal von Anfang an. Also Astral Chain, erstmal von ganz Anfang, man spielt einen von zwei neuen Rekruten der Polizei. Man kann sich aussuchen, ob man den Bruder oder die Schwester spielen will, weil das sind halt Zwillinge. Und dann kann man sich auch noch entscheiden, die Haarfrisur und sowas. Also so ein bisschen seinen eigenen Charakter kann man machen. Was ich komisch finde, ist, dass den Charakter, den man nimmt, der kann nicht reden. Okay. Also das ist dann so ein bisschen wie Zelda, sage ich mal, dass man dann nur so hört oder sowas. Aber der Bruder, also in dem Fall, ich habe die Schwester gespielt, der Bruder spricht halt wie ein Wasserfall, so nach dem Motto. Oh Gott. Die gucken dich auch manchmal so an und dann so, du willst also nicht mit mir reden. So nochmal, dann denkst du so, warum? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das war bestimmt eine Bedingung von Nintendo. Nein, der Hauptcharakter darf nicht sprechen. Genau, das ist bei Nintendo-Spielen gang und gäbe. Richtig. Und ich vermute mal, wenn man halt dann den Mann spielt, dann redet die Frau die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich ganz zufällig genau den Charakter genommen habe, der nicht redet. Das glaube ich nicht. Fand ich etwas komisch auf jeden Fall, aber okay, funktioniert auf jeden Fall, weil man ja eigentlich von Platinum Games erwartet man coole Action und alles. Und das ist im ersten Level typisch Platinum Games mit Tutorial, sage ich mal, alles explodiert, alles wird, man ist der Auserwählte und bla und blub. Kennt man ja aus vielen Spielen, dass man halt dieser neuen Spezialeinheit dann
zugeteilt wird, die halt die Chimären steuern können. Also Chimären sind die bösen Gegner, die Viecher, die dann halt die Welt quasi so eine Invasion machen. Und die, man weiß noch nicht genau, woher die kommen. Die kommen aus so einer anderen Dimension. Und ab und zu öffnen sich Portale und die greifen dann Menschen an. Bringen die auch um und sowas. Warum, weiß man nicht. Was man aber weiß, dass für normale Menschen sind diese Chimären unsichtbar. Das heißt, es passieren halt Fälle einfach und dann heißt es einfach nur, irgendwelche Zeugen sagen, ja, da kam plötzlich eine große Hand und hat jemanden umgebracht, das war's. Weil die dann nur kurz vor, wenn die dich angreifen, dann sieht man sie kurz und dann sieht sie wieder. Okay. Aber diese Spezialeinheit, Neuron heißt sie, wenn ich mich recht erinnere, die haben es halt geschafft, die Chimären zu fangen. Also sie haben ein System gebaut, dass sie die Chimären fangen können und die werden dann, die nennen sie dann Legion. Weil sie dann nicht rot leuchten, sondern blau leuchten im Prinzip. Ist aber, und die haben dann so, die Rüstung hat sich dann geändert. Also man sieht dann halt so diesen Standard-Legion, das ist so dieser Schwert-Legion, den sieht man dann als Monster. Und dann, wenn man den gefangen hat, dann hat er halt so Polizei steht auf dem drauf und sowas. Also ein anderes Kostüm hat er dann quasi an und er ist blau. Und natürlich ist man halt einer, der, nicht alle Menschen können da halt perfekt mit umgehen mit diesen. Und es gibt auch derzeit nur 5 Leute, die das können. Und 2 davon sind halt die Geschwister. Ah, okay. Und dann halt noch 3 weitere. Also der Vater, der Ziehvater ist einer der besten User von diesen Legion. Und dann halt noch 2 andere gibt es. Also insgesamt gibt es derzeit nur 5, aber die haben eine Produktion, dass sie im Prinzip versuchen immer mehr, weil, wie gesagt, diese Legion nicht mit jedem zusammenarbeiten. Und natürlich mit zufällig mit den 2 Zwillingen funktioniert. Und dann kommt halt heraus, dass man selber halt viel, viel besser mit diesem umgehen kann, weil sobald man das ruft, wird man so Super Saiyajin, kriegt blaue Haare, das Schwert leuchtet dann zusammen. Das heißt, man ist so total toll und krass. Und ja, natürlich, die Legions der anderen machen sich frei und hauen ab im Prinzip. Und nur das eine Legion bleibt da, was man selber spielt. Also ist man der Einzige und deswegen kann man halt alle 5 Legions bekommen, weil man die in der Zeit des Spiels dann freischaltet. Also die tauchen dann als kleiner Miniboss auf. Wenn man sie besiegt, kann man sie dann auch rufen. Finde ich komisch, dass die Originalbesitzer dann nichts irgendwie sagen, so nach dem Motto, hey, kann ich mal Legion wieder haben oder so? Nö, den behält man einfach. Man hat dann halt einfach 5 Legions. Das aus dem Augen, aus dem Sinn. Genau, genau. Und das ist natürlich dann auch total besonders, weil man da noch nie gab es jemanden, der mehr als einen Legion kontrollieren könnte, dies und das. Oh also mein Gott. Typisches Anime-Geschichte, sage ich mal, die man halt aus Japan so kennt. Ich aber mit der Auserwählte. Reicht vollkommen, sind trotzdem interessante Sachen drauf, weil das Spiel ist tatsächlich viel mehr Story, als ich gedacht habe. Ui. Also wirklich viel, viel, viel mehr. Also mehr sowas wie Nier Automata, würde ich schon sagen. Mehr? Zu Bayonetta zum Beispiel, wenn ich das jetzt so... Weil ich habe von den Trailern, habe ich tatsächlich ein Bayonetta, nicht unbedingt Devil May Cry, aber schon so Bayonetta, vielleicht Metal Gear Rising erwartet. Und es ist halt viel, viel mehr. Und das ist auf jeden Fall, was mich sehr überrascht hat. Wie gesagt, nach jeder Mission oder vor jeder Mission geht man immer in die Basis, also ins Hauptquartier. Da kann man dann mit Leuten reden, kann Upgrades machen. Zwar nicht viele, man kann im Prinzip nur 2 Upgrades machen. Also die Waffe kann man upgraden und sein, ich weiß nicht, wie man das nennt, also die Rüstung, sage ich jetzt einfach mal, weil da kann man dann die Kette im Prinzip kann man verbessern, dass man einfach mehr Energie hat, weil diese Legions kann man nicht die ganze Zeit um sich rum haben. Sobald man die ruft, geht eine Zeit runter im Prinzip. Und diese Zeit kann man erhöhen. Man kann die aber auch mit Moves und Kombos kann man die erweitern. Also je besser man kämpft, desto länger bleibt er. Aber wenn man getroffen wird, geht die Zeit wieder runter. Das heißt, dann ist es so ein Balancing. Also wenn man gut spielt, schafft man, dass das Legion die ganze Zeit bleibt. Wenn man aufs Maul bekommt, haut das Legion natürlich ab. Und man muss es wieder aufladen. Das passiert natürlich automatisch. Und das ist auch, das kann man upgraden, damit das schneller geht. Und dann kann man die Waffe upgraden. Es gibt eigentlich nur eine Waffe, aber die hat 3 Funktionen, also eine Schwertfunktion, das sieht dann aus wie dieser Schlagstock, das ist halt die Einhandschwertfunktion, da gibt es eine Pistolenfunktion und es gibt eine Breitschwertfunktion, also im Prinzip eine schnelle, eine langsame Waffe und eine Schusswaffe. Also relativ simpel, auch kombotechnisch funktionieren die alle gleich. Hier auch schon direkt das Erste, was mich total verwirrt hat, man spielt das ganze Spiel in der, ich sag schon fast Dark Souls-Steuerung, denn man kämpft mit der rechten Schultertaste. Echt? Das Kämpfen passiert mit der rechten Schulter. Und das ist halt aber sehr ungewöhnlich. Richtig, aber der Grund ist ganz klar, weil mit dem rechten Stick kann man den Legion steuern. Man steuert ja quasi 2 Charaktere die ganze Zeit. Natürlich, sonst genau, wird es ja schwierig werden. Genau, genau. Deswegen haben die auf jeden Fall nachgedacht, weil im Prinzip die einzige Taste,
also ist dann A, ist zum Ausweichen zum Beispiel, da kann man à la Bayonetta, kann man dann halt Slow-Mos aktivieren, Counter-Moves machen und sowas. Dann mit X, naja, jetzt muss ich gerade meinen Controller von, Y ist das. Stimmt, das ist B. B ist Ausweichen. Ja, ich muss immer gucken, weil das ist ja bei Nintendo sind die Steuerungen anders. Ich gucke halt auf den Xbox-Controller. Also man kann halt Leben aufladen, also Items benutzen. Da gibt es dann halt Sachen wie Granaten schmeißen, Schilder machen, Drohnen benutzen oder sowas. Also ähnlich wie bei Nier Automata, wo es halt ganz viele Items gab, die für Angriff, Verteidigung, auch Boosts, also Buffs und sowas kann man da benutzen. Ja, ausweichen kann man und den Legion wechseln. Das war es eigentlich an den normalen Knöpfen und dann halt wieder schlagen tut man mit der rechten Schultertaste, was ich sehr interessant fand. Dann mit der linken Schultertaste kann man die Steuerung des Legions aktivieren. Wenn man es gedrückt hält, kann man mit dem rechten Stick den Legion bewegen und das hat auch einen Grund, denn das Spiel heißt nicht umsonst Astral Chain, weil die Kette auch eine große Rolle im Spiel hat. Und zwar kann man zum Beispiel Gegner einkreisen mit der Kette und dann kann man die festhalten. Dadurch. Das ist schon cool. Gibt es später auch Skills, dass es automatisch geht, aber das kann man jederzeit machen. Je öfter man das natürlich an einem Gegner macht, desto kürzer ist, also weil es ist im Prinzip ein Stun. Den kann man auch an manchen Bossen benutzen. Was aber auch sehr cool ist, wenn ein Gegner zum Beispiel einen Charge-Move macht, also so einen Ansturm auf dich zu, dann siehst du so eine rote Linie und weißt, diese Linie, da wird er jetzt gleich durchraschen. Wenn man dann dazwischen die Kette hält, kann man den aufhalten und kann man den wieder wie so ein Wrestling, verstehst du, diese Seile, dass er dann dagegen läuft und dann kannst du ihn halt damit auch, das geht auch bei Bossen. Echt cool. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Sonst kann man natürlich das Legion kann man jederzeit zu sich selbst rufen oder zum anvisierten Gegner schicken, dass es halt so einen Ansturm-Move macht. Man kann nicht springen, es gibt keinen Springknopf, das ist auch sehr ungewöhnlich für so eine Art Spiel. Das Einzige, wie man springen kann, ist quasi durch das Legion, weil man sich zum Legion hinziehen kann, beziehungsweise dadurch, dass die Kette auf beiden Seiten ist, kann das Legion an der Kette ziehen und sich selber herziehen. Wenn also ein Gegner in der Luft ist, schickt man das Legion in die Luft und dann zieht man sich hoch quasi und dann ist man in der Luft, um so eine Kombo zu machen. Ist am Anfang relativ kompliziert durch die Steuerung, weil man halt erstmal, okay, ich muss einmal L drücken, dann fliegt er dahin, jetzt muss ich L gedrückt halten und dann schlagen, jetzt fliege ich dann und jetzt muss ich Kombo machen. Also man steuert da zwei Charaktere, das hat man kennt man es ja gar nicht. Viele Knöpfe, die man benutzt, aber trotzdem muss man halt viel nachdenken, weil man einfach zwei Charaktere und so spielt es sich auch, also wenn man das einmal drauf hat, spielt sich ja wirklich gut, weil man halt wirklich dieses Teamwork hat, dass man ausweicht, schnell das Legion hinschickt, das Legion zurückholt, damit man sich schützt, weil die Legions auch Skills haben, die man lernen kann. Also es ist so eine Art, ich will nicht sagen Skilltree, aber so eine Art Sphero-Brett, würde ich schon fast sagen, aus Final Fantasy zum Beispiel, wo man halt mehrere Skills kaufen kann. Man kriegt halt, Gene kriegt man jedes Mal, wenn man Gegner besiegt und die kann man dann in die Legions reinbauen und kriegt dann halt neue Fähigkeiten, neue Special Moves, die man ausführen kann, neue Reaktionsmoves zum Beispiel, gibt es eine Art Parry-Move, dass wenn man im richtigen Augenblick, wenn man gerade getroffen wird, das Legion erscheinen lässt, dass es dann halt einen Move macht zum Beispiel. Und da kann man halt auch Verteidigung erhöhen. Es gibt Ability-Cores, dann kann man mehr Abilities, das sind dann so Sachen wie 30% mehr Angriffskraft, wenn getroffen oder sowas. Also da gibt es ganz viel so typische Rollenspielsachen. Auch bei Nier Automata gab es ja auch diese Chips. Das stimmt. Sowas ist das im Prinzip auch. Die gibt es halt und dann am Anfang hat jedes Legion nur einen Slot. Dann kann man, je mehr XP bzw. Gene man investiert in einen Legion, kann man die dann aufleveln, um dann halt auch mehr Fähigkeiten zu benutzen. Und dann kann man das wirklich so sein perfektes, sag ich mal, Legion machen. Aber trotzdem muss man immer noch bei manchen, weil es gibt Gegner, die kann man nur mit einem Legion besiegen, beziehungsweise etwas machen, damit man ihn besiegen kann. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bombe jetzt alle meine Punkte, die ich habe, all mein Geld und alles in einen Legion, der ist dann super stark und damit kämpfe ich nur die ganze Zeit. Das funktioniert nicht ganz, weil es, wie gesagt, Monster gibt zum Beispiel, gibt es eins, das sich eingreift und dann bufft es alle anderen Monster. Dann sind die unverwundbar. Okay. Das muss man also ausgraben. Und man hat natürlich einen so einen Hund-Legion. Dann kann man den da hinschicken und der grabt kann den ausgraben und dann kann man den schnell umbringen. Es gibt auch welche, die sich unsichtbar machen können. Und der Hund-Legion kann die riechen. Das heißt, der kann sie wieder sichtbar machen. Und dann muss man den natürlich draußen haben. Dementsprechend sollte man natürlich versuchen, so gut wie möglich alle, weil jeder hat so seinen Nutzen. Die haben nämlich auch alle Spezialfähigkeiten. Sehr gut. Die man mit L1 im Prinzip, also der ersten Schultertaste auslösen kann. Also nicht die hintere, nicht der Trigger, sondern die Taste. Ich weiß gar nicht, wie heißt die? LZ heißt, glaube ich, die hintere und L heißt die einfach. Einfach L heißt die bei Nintendo. Ja. Mit der kann man Spezialfähigkeiten auslösen, die man im Kampf aber auch für, Rätsellösen benutzen kann.
Das bedeutet, der erste Schwert Legion zum Beispiel hat einen Metal Gear Rising Revengeance Modus, dass man wirklich zielen Echt? Muss und dann kann der halt Ach schneiden. So. Ah, und den kann okay. man im Kampf benutzen, muss man auch, weil es halt Monster gibt, die andere Monster buffen und dann muss man die Verbindung zwischen diesen Monstern zerschneiden. Ah, und dann kann man halt das aktivieren, dann kriegt man halt diesen, wie bei Metal Gear Revengeance, kann man halt zielen, wie man schlagen, also wie man den Schnitt machen will. Und kann man auch Slow-Mo machen, damit das, weil es ja im Kampf ist. Kann man aber, wie gesagt, auch um Rätsel zu lösen, Puzzle-Kleine, wo man dann mehrere Sachen gleichzeitig schlagen muss oder irgendwas durchschneiden muss. Der Hund, auf den kann man reiten, der kann dann halt so ein bisschen springen zum Beispiel und der kann Sachen finden, weil man ihm dann wie nennt man das? Er kann Fährten lesen, also er kann Sachen ausgraben. Okay. Der Bogen Legion, den kann man halt selbst dann so Ego-Shooter-mäßig rumschießen, das würde ich sagen, weil man dann seinen Bogen benutzen kann, um irgendwelche Sachen abzuschießen. Kann man, wie gesagt, alles im Kampf auch nutzen. Der Faust Legion, da kann man den anziehen, dann sitzt man in dem Legion drin, weil man dann halt immun gegen zum Beispiel Gift ist und sowas, weil man halt schwebt so ein bisschen. Und dann kann man auch währenddessen auch kämpfen, also weil es halt Monster gibt, die dann einfach den ganzen Boden voll mit Feuer oder irgendwas machen. Dann kriegt man die ganze Zeit Schaden, also geht man einfach in den rein und kann dann halt, wie so ein Mech-Suit ist das dann, und dann kann man halt mit dem ein bisschen kämpfen. Das ist ganz cool. Schlecht. Das Kampfsystem ist relativ simpel, also alle Kombos funktionieren eigentlich nur mit einer Taste, weil es gibt nur eine Taste. Gibt aber Kombos ähnlich wie bei Devil May Cry 1 zum Beispiel, wo man manchmal Pause macht und dann nochmal drückt, dann ändert sich der Move oder gedrückt halten hier und da mal. Es gibt dann auch später Moves, dass man zum Beispiel schnell in eine Richtung tappt, also quasi oder beziehungsweise einmal zurück und dann in eine andere Richtung und dann L drückt. Dann macht er einen Move zum Beispiel, einmal den Stick drehen und was machen. Also diese typischen Moves, die man auch aus Devil May Cry, also aus vielen Platinum-Games-Spielen kennt. Hier auch, jedes Mal, wenn man aufblinkt, also man macht eine Combo und ab und zu blinkt man so auf, wenn man dann die Legion-Taste drückt, machen die immer einen Synchronisationsangriff. Und den kann man mehrfach in der Combo machen. Die kann man nach, man kann das natürlich lernen, je mehr Punkte man rein investiert, desto mehr kann man davon machen. Es gibt halt Moves, die in der Combo passieren, es gibt Moves, die nach einem Parry passieren oder nach einem Ausweichen. Man muss halt immer darauf gefasst sein, diese Taste zu drücken. Und das erinnert super an Transformers Devastation, weil da war das genauso. Dass man mitten im Kämpfen hat man ja so aufgeblinkt, dass man dann sich in ein Auto kurz verwandeln konnte, also diesen Transform-Move, und dann konnte man wieder weiterkommen. Also genau dasselbe ist da. Und ohne Scheiß, dieses Spiel, Astral Chain, ist, eigentlich hätten sie es anders nennen können, sie hätten es Best of Platinum Games. Ja, wirklich, ich habe auch gerade dran gedacht. Also genau, weil wirklich jedes Element, was du aus irgendeinem Spiel kennst, genau, das im Prinzip das Kettenelement ist aus Wonderful 101 für die Switch, wo du ja auch andauernd irgendwelche Sachen mit deinen Leuten zeichnen musstest, sage ich mal. Und das haben die auch so ein bisschen genommen, dieses um den Gegner rumdrehen, das gab es in Wonderful 101. Du hast das ähnliche Kampfsystem, sage ich mal, vielleicht nicht so deep wie jetzt Bayonetta, aber das ist auch drin. Du hast was von Transformers, du hast was von Nier, du hast wirklich was von Metal Gear Rising hast du drin. Also, ohne Scheiß, das ist, als ich das gespielt habe, dachte ich mir echt so, wow, das ist wirklich, also wenn man Platinum Games Spiele mag, dann ist das Spiel perfekt für einen. Weil man wirklich alle guten Elemente aus allen Spielen hat. Also sie wollten anscheinend das beste Platinum Games mit dem Besten vom Besten, das sie jemals erschaffen Fall. Haben. Würde ich persönlich jetzt nicht als Bestes sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es gut, aber weil es so vielleicht für Nintendo Switch-Verhältnis zu simpel ist, vielleicht stört dich das. Also einmal stört mich natürlich klar die Performance. Es ist keine 60 Frames. Finde ich sehr schade. Ist für ein Platinum Games Spiel heutzutage eigentlich schon, also früher haben sie öfter mal 30, aber ja, heutzutage. Mittlerweile ist es eigentlich ist eigentlich immer gesetzt bei Platinum Games 60 Frames. Eigentlich schon. Also klar. Man geht davon aus. Und das ist natürlich klar, wahrscheinlich wegen der Switch einmal und weil sie es natürlich schön aussehen lassen wollten, weil es sieht doch wirklich schön aus. Und man muss auch sagen, es gibt hier und da mal Situationen, wo es dann ein bisschen unter 30 Frames gibt, wenn eigentlich viele Gegner wirklich? Auf dem Bild sind. Unter 30 sogar? Ja, also aber nur so wirklich so, sagen wir mal, 26, 25. Ärgerlich. Das ist jetzt nicht ganz, ganz schlimm, aber man merkt schon, wenn plötzlich alle Gegner dann irgendwie Explosionsangriffe haben und die schießen alle gleichzeitig, dann merkst du so, okay, jetzt kommt kurz ein Ruckler und dann geht's weiter. Also das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, wo ich sage, das wäre vielleicht cool, wenn dieses Spiel irgendwann mal für andere Konsolen kommen würde. Oh, ich bitte, aber ich glaube, die haben da echt. Ja, das ist von Nintendo. Das Spiel ist ja von Nintendo gepublished. Ich glaube, dass ich weiß nicht, inwiefern da Platinum Games die Rechte hat oder ob Nintendo die Rechte hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Sie haben ja selbst auch gesagt, dass das Spiel quasi so designt ist, dass sie eine Trilogie draus machen könnten.
wenn es gut ankommt. Also wenn es sich gut verkauft. Und ich glaube, es hat sich... Also ich habe beim GameStop gefragt, die meinten, das Spiel kommt da gebraucht rein und ist immer direkt wieder ausverkauft. Also sie haben es auch... Okay, das ist schon mal, dann weiß man schon mal, was der Stand der Dinge ist. Ja, also es ist auf jeden Fall zur Zeit, es verkauft sich sehr gut. Es ist aber auch ein super tolles Spiel, also ich empfehle es auf jeden Fall. Einerseits, ich habe einfach, meine Erwartung war anders. Ich habe halt ein Bayonetta erwartet und ich habe eher was wie Nier bekommen, würde ich sagen, schon fast. Weniger als Nier. Einfach weil es gibt jedes Level, wie gesagt, man startet immer in der Basis, wenn man da fertig ist, geht man in den Fall, die heißen Fälle in dem Fall, heißt weil man ja ein Polizist ist. Ja. Und dann startet man erst eine Investigation. Also man hat so eine Art Batman, kann man die so eine Detective View hieß das, glaube ich, ne? Detective Mode hieß das. Ja. Sowas hat man auch, dass man jederzeit aktivieren kann, dass man alles so in Hologrammen sieht und man kann sich Hologramme nachbauen, die verfolgen und sowas. Und das ist der erste Part. Genau, man löst halt einen Fall, weil man wird immer gerufen, irgendwas ist passiert, deswegen fährt man dahin. Und dann erst fängt die Action an. Aber am Anfang hat man wirklich so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, wo man nur erstmal Sachen macht, Missionen erfüllen, weil man läuft in der Stadt herum. Man muss Leute befragen, weil man braucht Zeugen. Man muss, man kann Müll aufsammeln und in Mülleimern schmeißen zum Beispiel. Man kriegt dafür immer Punkte. Man kriegt, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber im Prinzip sind das XP, die man bekommt. Und für alles, auch wenn man schlechte Sachen macht, weil man ist ja ein Polizist, wenn man dann anfängt, da die Mülltonnen umzuschlagen und das sieht einer, kriegt man Punkte abgezogen, weil man halt... Dann hilft man halt zum Beispiel Kindern, die den Ballon verloren haben. Dann kann man den Ballon aus dem Baum schießen oder sowas. Oder mit dem Hund kann man dann den Ballon suchen oder so. Oder ein verlorenes Kind versucht, die Mama zu finden, dann musst du, dann sagt es dir halt so Sachen wie, ja, ich bin eine Treppe runtergegangen und zweimal über die Brücke. Und dann musst du halt versuchen herauszufinden, wo war das jetzt? Oder jemand fragt dich nach dem Weg, ein Kind hat, ist das Eis runtergefallen, man muss ein neues Eis machen, wo man dann tatsächlich ein Eis mit so 4-5 Kugeln hat und dann halt mit Motion Control leider, muss man dann so ein bisschen gut balancieren, damit man, damit man halt so viel Eis wie möglich zum Kind bekommt, so nach dem Motto. Also wirklich viel Nebenzeugs, was aber kurz ist. Also wirklich viele kleine Nebenquests, das aber trotzdem Spaß macht. Ich meine, das lockert auch das Spiel einfach dann auf, so zwischendurch. Ich mag da, sowas. Deswegen, ich mache auch immer alles. Dann gibt es natürlich ab und zu mal hier und da ein paar Portale, die sich öffnen, die man dann schließen kann. Also ein paar kleine Combat-Challenges, sage ich mal, die man finden kann. Das wird alles auch mit dieser Iris, heißt das, System. Das ist halt der Detective-Mode. Der zeigt natürlich alle Nebenquests in blau an. Dann gibt es rote Quests, das sind meistens Challenges, wo man irgendwie kämpft. Und dann gibt es halt die Hauptquests, die man machen kann. Und das macht man im Prinzip am Anfang jeder Mission. Ist man immer, man muss irgendwas lösen, irgendwas ist passiert. Und wichtig ist dabei, dass man wirklich so viel Information wie möglich sammelt, denn am Ende, bevor es in die Action, also bevor dann plötzlich alles untergeht und man nur noch Action hat und alles umhauen muss, kriegt man Fragen gestellt. Also dann kommt halt dann ein Charakter und sagt dann, okay, was haben wir jetzt gelernt, so nach dem Motto, um halt den Case zu machen. Und dann muss man alle Informationen, die man bekommen hat, weil die werden in so ein Notebook gespeichert, die werden dann aufgezählt und dann fragt er sich, ja, was haben alle Zeugen gleich gesagt? Und dann muss man genau überlegen, okay, was haben die nochmal alle erwähnt? Haben die alle? Witzig. Und dann muss man das nicht richtig machen. Also wenn man es falsch macht, sagt man, nee, das ist falsch. Der sagt dir also immer die richtige Lösung, aber du kriegst weniger XP. Also du bist halt schon bestraft. Das ist ja auch nicht wie bei Judgment so. Genau. Ohne Scheiß. Das hat mich auch so an, auch die Nebenquests erinnern sehr an Yakuza-Spiele, weil die auch meistens immer kleinere Nebenquests sind, die manchmal total absurd sind, aber so typisch japanisches Spiel. Also man merkt einfach, typisches japanisches Spiel. Eins der coolsten Collectibles, also es gibt Katzen, die man finden kann, das ist ein Collectible, dann kann man die, man rettet die quasi in ein Haus, die man dann besuchen kann, die ganzen Katzen. aber eins der interessantesten Collectibles ist, in jedem Level gibt es ein Klo. Ein Klo? Und wenn man auf dieses Klo geht, kriegt man eine Art von Toilettenpapier. Immer. Also entweder ist es Toilettenpapier beim ersten Mal, weil das erste Klo ist natürlich in der Station. Beim zweiten Mal ist es nur ein Blatt. Beim dritten Mal ist es eine Rechnung. Also immer irgendwas, womit man sich theoretisch sauber machen kann. Und diese Dinger muss man der Toilettenfee bringen. Oh mein Gott. Es ist japanisch, das Spiel. Keine Ahnung. Die Toilettenfee ist halt in der also sie nennt sich Toilettenfee. Sie ist in der Basis und sie ist in der einen verschlossenen Kabine.
Man kann auch natürlich nur als Frau, kann man natürlich nur als die, auf die, aufs Frauenklo gehen, als Mann geht man aufs Mannklo. Ich weiß nicht, ob die Toiletten für auf beiden Klos ist, aber ich vermute mal, weil man kriegt auch immer Items, also es ist einfach ein Collectible und am Ende kriegt man bestimmt, oder die kommt dann raus und dann ist es der Gag, vielleicht ist das Camilla selber oder sowas, keine Ahnung, dass da irgendein Gag dann passiert, vielleicht ein Crossover, vielleicht ist Bayonetta da auf dem Klo, ich weiß es nicht. Das ist echt witzig. Das, also das ist schon lustig gemacht, weil es halt so absurd ist, weil du immer so Dixi-Klos im Nirgendwo, du bist am Kämpfen und plötzlich, ach guck mal, das ist ein Dixi-Klo, ja, geh ich mal auf Klo. Denkst du so, hä? Okay. Das kann also, nur japanische Spiele. Also bei dem Spiel hätte ich es nicht erwartet, muss ich sagen, dass richtig, da so, so eine Art richtig. Von Humor drin ist. Auf jeden Fall, sehr viel ist von diesem Humor drin. Ja, wie gesagt, grafisch ist es toll und halt diese Investigations sind halt, manchmal sind die tatsächlich schon was länger, weil man erwartet eigentlich so knallharte Action, 20 Stunden nonstop, Videos und sowas, aber nee, hier hat man tatsächlich erst immer so ein bisschen ruhiger. Hier und da sind ein paar kleine Mini-Quests, wo man ein bisschen kämpft, aber das sind dann so irgendwie gegen Graffiti-Leute, die man dann zum Beispiel die einem vor einem weglaufen und man muss sie mit der Kette einmal einfangen, damit man die halt festnimmt und sowas, weil wie gesagt, man spielt einen Polizisten. Aber interessant ist trotzdem die Story, die ist wirklich sehr interessant gemacht, weil die schon an Nier Automata erinnert, halt viel mit so Mysterium, wer ist das? Also es ist vielleicht nicht so extrem wie Nier Automata. Naja, erwarte ich jetzt auch nicht. Genau, aber trotzdem gut gemacht. Wenn es in diese Richtung geht, reicht mir das. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, die versuchen, es ist nicht sowas wie Bayonetta, wo du, okay, du willst eigentlich nur coole Videos sehen und so, die Story ist eigentlich relativ simpel gemacht, aber cool inszeniert. Und hier hat man halt beides. Hier hat man eine coole Inszenierung, aber auch interessante Geschichtsplots, sage ich mal, von Charakteren, wo man sich denkt, okay, was hat der mit dem zu tun? Ist der wirklich so gut? Weil man dann manchmal auch Sachen macht, die man, wo gesagt wird, okay, hier darfst du nicht rein und dann trotzdem nicht da reinschleichst, weil es dann so eine Art Stealth-Minigame gibt im Prinzip, wo du dann da drin bist und die Gegner im Stealth dich da reinschleichst und dann kommst du ins Gefängnis dafür und sowas, aber du bist ja einer der krassen, deswegen geht's ja nicht. Und also es ist auf jeden Fall interessant, die Story, muss ich sagen, und die Action ist halt cool, also wie gesagt, sobald man diesen ersten Part gemacht hat, dann geht eigentlich dann die nächste halbe Stunde bis Stunde ist dann nur noch, okay, jetzt hier hast du 300.000 Gegner, viel Spaß, nach dem Motto. Und dann merkt man so, okay, das ist Platinum Games. Also das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Projekt, würde ich sagen, von Platinum Games, weil es wirklich was ganz Neues ist von denen. Das stimmt. Also sie benutzen viele Elemente, für die sie bekannt sind, aber probieren halt auch jetzt mehr Storytelling, vor allem wirklich ernste Story, die auch wirklich, die man quasi schon, sag ich mal, nur für die Storys spielen könnte. Weil es gibt tatsächlich einen Schwierigkeitsgrad, der dafür geeignet ist, wo es heißt, okay, nur, wenn du nur die Story sehen willst, dann kannst du halt Easy Mode nehmen, so nach dem Motto, gibt es ja öfter mittlerweile. Aber ja, alles in allem ein Top-Spiel. Es hat mich echt überrascht, wie gut ich es finde. Jetzt muss ich es mir doch holen. Also, ich kann es nur empfehlen, weil ich glaube einfach nicht, dass es irgendwann mal für Xbox oder PlayStation kommen würde. Oder PC. Einfach weil es Nintendo ist. Aber stell dir das mal vor, einfach in echten 60 Frames und 60 dann noch die Frames, Optik, obwohl die ja schon gut ist, aber dann noch ein bisschen hübscher, knackiger. Oh, das wäre toll. Und es ärgert auch viele, dass es Switch-exklusiv ist, muss man sagen. Ich meine, es ist halt von Nintendo gepublished, deswegen ist halt immer wieder eine Frage. Platinum Games will ja mehr in Self-Publishing gehen, haben sie ja gesagt. Aber ja, das ist natürlich auch viel Geld. Und das ist schon ein sehr großes Projekt. Vor allem, wenn die das auch schon so geplant haben, dass sie theoretisch daraus eine Trilogie machen. Und ich kann euch auf jeden Fall, da kommt 100 pro ein zweiter Teil. Weil das ist, glaube ich. Also mindestens einen zweiten, vielleicht kriegen wir dann auch noch einen dritten Teil. Und es ist halt cool gemacht und man spielt halt so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Also ich könnte mir vorstellen, im zweiten Teil, dass man einen komplett eigenen Charakter spielt, dass es noch mehr Nier Automata wird, sage ich mal, vom Rollenspiel. Also ja, ich finde das echt gut und es macht mich sehr interessant auf Bayonetta 3. Was die da. Ja, ich glaube, Bayonetta wird schon fast so klassisch dagegen sein. Das ist halt die Frage, weil die haben ja selbst gesagt, dass sie neue Sachen probieren mit Bayonetta 3. Und vielleicht ist das schon so ein Zeichen, dass wir vielleicht so eine Art Open-World-Brawler bekommen. Okay. Oder vielleicht sowas wie Nier Automata, aber mit dem Kampfsystem von Bayonetta, wo ich dann denke, holy moly, wie geil wäre das? Hätte ich nichts dagegen, ja, muss ich sagen. So halt, weil Bayonetta ist ja so ein klassisches Spiel: nächstes Level, nächstes Level, nächstes Level, nächstes Level. Und hier sieht man direkt, ganz viele Nebenquests. Es gibt auch so eine Art Achievement-System, wofür man Sachen bekommt. Also da gibt es dann 145 Sachen, die man da machen kann. Natürlich meistens einfach, schaffe das Level, töte 300 davon. Ne? Solche Sachen gibt es. Aber da kriegt man immer Items für, weil man bestimmte Materialien sind halt Premium-Materialien und die braucht man natürlich für die höchsten Upgrades und die kriegt man nicht so oft. Also die kriegt man nicht einfach von Gegnern, sondern die muss man dann für bestimmte Sachen machen. Man kann Fotos schießen natürlich. Welches Spiel kann Monster keine Fotos machen? Selbst Monster Hunter Iceborne hat jetzt eine Fotokamera bekommen. Oh Gott. Deswegen, das muss einfach drin sein in einem Spiel. Ja.
Das ist so ein, also da kann man auch schon fast sagen, es hat so die Standardelemente von allen Nintendo-Spielen, weil es, fast alle Nintendo-Spiele haben eine Kamera drin und sowas. Aber ja, Top-Spiel. Es würde mich sehr freuen, wenn das auch für andere Konsolen kommen würde, ja, nicht einfach, weil ich es gerne auf einer anderen Konsole spielen würde, so einfach, damit es mehr lieber Leute spielen können. Das stimmt. Das ist so, die haben so viele Leute wie möglich spielen können. So ein gutes Spiel. Es klingt auch super abwechslungsreich, muss ich sagen. Ja. Ist es das abwechslungsreichste Platinum-Games-Spiel? Ja, auf jeden Fall. Okay. Dadurch, dass du einfach immer jetzt, okay, jetzt musst du stealthen. Jetzt machst du wieder Action. Oh, jetzt musst du wieder was investigaten. Jetzt hast du wieder das. Jetzt hast du dies. Und hier ist wieder ein Minigame. Und dies und das. Und auch viele Jump-Puzzle, sage ich mal, die man lösen muss, weil man ja selbst nicht springen kann, muss man mal gucken, wie man sich dann auf die andere Seite zieht, ohne in den Abgrund zu fallen und sowas. Und dann muss man überlegen, okay, was können meine Legions, was kann ich hier benutzen? Ist hier irgendwo was, was ich abschießen kann? Muss ich den Hund was suchen lassen oder sowas? Also es gibt da sehr viel zu holen auf jeden Fall. Und ja, alles sieht schön aus. Englische und japanische Synchronisation ist dabei. Japanisch ist dabei. Und es ist auch, deutsche Untertitel gibt es auch. Also es ist nicht komplett nur Englisch. Deswegen, also sehr einfach schön. Ein Top-Platinum-Games-Spiel. Ich habe nichts anderes erwartet von Platinum Game. Aber ich habe was anderes vom Spiel erwartet. Also stört dich das auch ein bisschen mal? So ein bisschen, ja. Ist und mehr ruhiger und du willst einfach Action an Action, oder? Richtig, ich habe halt das, die Sache ist so, das habe ich erwartet. Mittlerweile stört es mich nicht. Am Anfang war es so, okay, geil, das wird so eine Art Bayonetta, das geht ganz schnell durch und dann irgendwann so, oh mein Gott, was ist das? Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass es was anderes ist. Also ich musste im Kopf umstellen, okay, ich spiele jetzt nicht Devil May Cry oder Bayonetta, sondern ich spiele einfach ein neues Platinum-Games-Spiel. Und mittlerweile finde ich es gut. Ich finde es aber trotzdem, für mich persönlich kommt es nicht an Bayonetta ran. Aber das liegt einfach an mir. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, das ist das beste Platinum-Games-Spiel. Das kann ich, weil es einfach vom Content her und von allem her ist bestimmt auch das okay, vielleicht sind die Automata länger. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, die haben viel von Nier Automata gelernt. Also da aus Nier Automata können sie gerne noch beim Sventer noch mehr rausziehen. Das stört mich nicht. Also ich habe mal eine Frage. Man spielt ja quasi Bruder und Schwester. Kann man das Spiel kooperativ spielen? Ja, tatsächlich. Es gibt einen Koop-Modus. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Dann spielt aber jeder nur mit, also ich weiß nicht, ob man andere Controller, aber es steht im Spiel, dass man dann die Joy-Cons benutzt. Und einer spielt dann den Polizisten und der andere spielt das Legion. Ach so, okay, so ist das geregelt. Alles richtig. Klar. Okay. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob es eine Online-Methode gibt oder ob man das mit anderen Controllern zu zweit spielen kann. Aber in der Theorie kann man es zu zweit spielen, im Kampf wenigstens. Natürlich, wenn man rumrennt, ist das Legion natürlich dann meistens eingepackt. Dann kann man das wahrscheinlich nicht, aber im Kampf könnte ich mir vorstellen, dass es dadurch deutlich einfacher wird. Okay, verstehe. Also man kann jetzt aber nicht quasi, jeder hat seinen eigenen Charakter, das nicht. Okay. Also da gibt es auch keinen, bei Bayonetta 2 gab es ja zum Beispiel Multiplayer-Modus, wo man dann einfach so Horde-Modus quasi spielt oder Bloody Palace war das im Prinzip zu zweit. Sowas gibt es gar nicht. Also es gibt sonst keine andere Art von Multiplayer oder so. Außer aber immerhin, bei Platinum Games Multiplayer ist das auch nicht selbstverständlich. Richtig. Hat mich auch gewundert, ich habe es nur im Menü gesehen, da kann man halt Koop Start machen und ich habe so, okay, krass. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber hört sich interessant an, weil die Kämpfe dann bestimmt interessant werden. Finde ich gut. Es ist halt überhaupt ungewöhnlich, dass man in Platinum Games nicht springen kann. Ich meine, für so ein Action-Spiel, wo man nicht springen kann, ich verstehe auch nicht, warum. Wahrscheinlich. Das wäre doch totaler Mehrwert, oder? Weil es dann zu einfach wäre, weil dadurch das. Vielleicht ist es dann zu komplex, dann plötzlich. Oh nein, auch sein. Wir brauchen einen Knopf ausgegangen. Ich habe eigentlich keinen Knopf mehr für Springen, kann ja sein. Ja, weil du benutzt quasi alle Schultertasten, hast ja nur vier und du musst ja immer beide Sticks frei haben. Also eigentlich müssen deine Daumen 90% der Zeit auf den Stick sein, damit du halt das Legion und deinen Charakter steuern kannst. Und dann noch eine Springtaste wäre wahrscheinlich komisch, aber vielleicht haben sie sich auch aufgespart für den zweiten Teil. Jetzt mit Spring-Action. Das stimmt, man muss sich ja steigern können. Und, genau. Und jetzt habe ich schon Lust drauf. Jetzt muss also ich mir wahrscheinlich auch holen. Okay, also du hast mich schon überzeugt. Also das, was du gerade erzählt hast, Nachteil. Das ist wirklich die Performance, also die Konsole selber ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ist nicht perfekt. Aber sie haben das Beste rausgeholt, auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall nicht, dass das Spiel jetzt langsam ist oder so. Also selbst die Kämpfe sind schön schnell, also man merkt nicht, oh mein Gott, das spielt sich Zeitlupe. Sondern sie haben es auf jeden Fall gut angepasst, dass diese 30 Frames jetzt nicht so extrem
gemerkt werden, sage ich mal. Ist ja auch eine Kunst, aus so einer Hardware nochmal sowas rauszuziehen, dann mit so einer Optik. Das ist schon. Auf jeden Fall. Mehr konnten sie wahrscheinlich nicht machen. Und ich denke auch, das ist einfach vielleicht, wenn dann ein zweiter Teil kommt, gibt es vielleicht schon eine bessere Switch. Vielleicht gibt es eine Switch Pro oder wer weiß, vielleicht gibt es dann schon einen Nachfolger von der Switch. Man weiß ja heutzutage nicht, wie schnell das geht. Dann vielleicht 60 Frames oder sie finden neue Methoden, da irgendwie mehr Power rauszuholen aus dem Ding. Aber ja, derzeit ist das so das Einzige, wo ich sagen würde, warum das Spiel schlecht ist, sag ich mal. Also der einzige Nachteil. Pro ist alles und Nachteil hat nur diesen einen Haken, sag ich mal. Alles andere ist super im Spiel. Ah, ein kleiner Wermutstropfen. Aber wenn das das Einzige ist, was man zu bemängeln hat, dann ist das Meckern auf hohem Niveau. Richtig, auf jeden Fall. Performance ist ja immer, bei Performance ist man ja immer so ein bisschen empfindlich. Ja. Du und ich. Aber ja, egal. Es kommt so selten vor. Also ich habe es, glaube ich, in meiner Spielzeit vielleicht zweimal richtig. Also einmal habe ich es richtig gemerkt. Da ist es dann wirklich, sag ich mal, okay, alles explodiert. Da habe ich gemerkt, okay, das sind jetzt wahrscheinlich nur noch 20 Frames, vielleicht weniger. Aber das war dann so für eine Sekunde. Ist jetzt nicht so, dass der ganze Kampf plötzlich in Slow-Mo abgelaufen ist, sondern dann war das wirklich das so ein kurzer Moment und das war's. Okay. Und das ist halt wirklich gut, das kann mal öfter passieren, wie gesagt, wenn du bestimmte Gegnertypen hast, die dann einfach machen, dann kann das passieren, aber es ist halt wirklich ganz kurz, nur für diesen einen Augenblick und danach ist vorbei. Und ja, das ist ja das dann, ist okay. das geht. Wie bei Nier Automata, da hat es ja auch öfters mal so kleine Slowdowns oder sowas, die waren ja auch immer ganz kurz. Stimmt, die sind ja auch nie wirklich negativ aufgenommen. Richtig, wenn das in diesem Maße ist, ist es völlig okay. Ich würde auch sagen, das ist in dem gleichen Maße, nur da hat man natürlich 60, da arbeitet man 60 Frames und wenn man von 60 Frames auf, sei mal 45 oder 50 runtergeht, dann merkt man das natürlich nicht so krass, wie wenn man von 30 auf 20 runtergeht. Das stimmt, ja. Aber halt in dem Ausmaß, es sind halt leider ab und zu mal so kleine Schluckäufe, würde ich sagen. Aber ja, Top-Spiel, kann ich nur empfehlen. Sehr gut, also das ist auf jeden Fall auf der Kaufliste jetzt eingetragen. Oh, sollte. Verdammt. Aber also, so machen. Das ja, wenn du es kaufen willst, wie gesagt, bei uns im Game. Es ist überall ausverkauft. Willst du es nicht finden? Es ist überall wirklich ausverkauft. Ich habe mal geguckt, es ist einfach weg. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, dass das so ist. Also, ich bin mal auf die Verkaufszahlen gespannt am Ende. Bin das ich auch gespannt. Wirklich, ob einfach nur die Auflage so klein ist und deswegen ist es ausverkauft oder ob es wirklich einfach. Künstliche Verknappung gibt es ja auch mal. Ja, ne? Bei Nintendo gibt es das öfter. Ich sage nur Amiibos. Aber okay, sehr gut. Vielleicht ein potenzieller neuer Charakter für Smash, wer weiß. Stimmt. Einer von den beiden. Stimmt. Da sagst du was. Ja, wäre cool mit Astral Chain. Wäre auch was, auf jeden Fall was Krasses, wenn man den dann mit zwei Charakteren spielt. Das ist aber so wirklich unique. Ändert halt auch so ein bisschen an Persona oder sowas, weil du halt auch so ein Persona im Prinzip hast, das du rufen kannst, ne? Stimmt, ja. Aber wo das ja nochmal was anderes ist, weil du quasi ich weiß gar nicht, wie das ist, so ein Puppenspielermäßig. Richtig, genau. Also das stelle ich mir schon ganz cool vor. Das ist immer ein ganz einzigartiger Charakter dann. Auf jeden Fall. Also vom Kampfsystem habe ich sowas noch nie gesehen und es ist halt auch am Anfang, also es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt und dann wirklich das. Ja, kann ich mir Und ich habe das Potenzial noch lange nicht erwartet, weil da noch so viele Skills sind, die ich nicht freigeschaltet habe, wo ich mir denke, oh mein Gott, viel zu tun. Komplexer. Noch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja gerade mal bei der Hälfte ungefähr, ein bisschen mehr als der Hälfte. Deswegen. Also auch was Umfang angeht, bin ich ehrlich, ich glaube. Das finde ich echt gut, dass sie da wirklich so viel Content reingebuttert haben. Das ist ja auch bei Platinum Games ja auch nicht. Richtig. Platinum Games macht ja meistens Spiele, die dann, sag ich mal, beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal spielst du vielleicht deine 15 bis 20 Stunden wegen den Videos und beim zweiten Mal spielst du es in drei durch. So nach dem Motto, weil du einfach nur durch. Das stimmt. Aber die sind halt meistens so designt, dass man die mehrfach durchspielt. Und Bayonetta spielst du meistens 2, 3, 4 Mal durch. Devil May Cry ist ja auch so ein Fall. Beim ersten Mal brauchst du deine 15 bis 20 Stunden, beim zweiten Mal spielst du es in 5 durch oder sowas. Das ist halt meistens so. Aber hier wird es bestimmt ein New Game Plus geben, weil es manche Sachen gibt, die ich noch nicht machen konnte, weil ich da gesehen habe, da brauche ich einen anderen Legion für, also muss ich hier irgendwann mal wiederkommen können. Deswegen denke ich, es gibt auch ein New Game. Ja, natürlich gibt es ein New Game Plus, weil man schaltet jedes Mal, wenn man ein Level freischaltet, schaltet man den nächsten Schwierigkeitsgrad frei. Also okay. Deswegen am Ende kann man bestimmt zurück in alle Chapters gehen und die dann einzeln nochmal im Ultimate-Modus spielen, so heißt der dann. Wo es dann wahrscheinlich noch schwerer wird. Wahrscheinlich spielt man das ganze Spiel dann ohne Legion durch oder sowas, damit es dann ultra schwer wird. Stimmt, was ist eigentlich der derzeitige Schwierigkeitsgrad? Ist es. Ist okay, gut, also der ist nicht zu schwer, aber du merkst, du kannst nicht einfach nur spammen. Also du musst schon aufpassen, dass du immer gut ausweichst und alles. Also ich würde sagen, so eine gute Mischung, also nicht so ein Devil May Cry 3 zum Beispiel, was ja am Anfang relativ schwer war, aber mehr so Bayonetta 1, Bayonetta 2. Okay. So. Die waren ja auch nicht super einfach, aber auch nicht super schwer.
Gutes ja, ich hatte ja mal die Befürchtung, dass ja, ist eine Switch, oh, das muss man ein bisschen einsteigerfreundlicher machen. Nee, vielleicht. Also, aber es, okay, jetzt nicht. Jetzt bin ich beruhigt. Ja, also ich finde, dass man merkt alles das nicht. Gut. Also klassisches Platinum-Games-Spiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir viel darüber gelabert. Dann gehen wir doch mal in die News und dann gebe ich dir mal den Vortritt. Ach, direkt geht's los. Okay, es geht's direkt weiter, Schlag auf Schlag. Na gut. Richtig. Dann nehme ich doch mal... Ah, eine bisschen bedauerliche Nachricht. Sega hat gar keine Pläne, die Yakuza-Spin-offs Ishin und Kensan in Europa zu veröffentlichen. Und das ist echt schade, vor allem, weil ich eigentlich dachte, dass die Chancen dafür so hoch wie noch nie waren. Ja. Falsch gedacht. Und die hätte ich mir echt gerne noch gewünscht, dass die noch mal kommen. Ja, wenigstens einen davon, hätte ich ja gedacht. Ja, wenigstens. Aber anscheinend dann hat Sega da kein großes Vertrauen, dass sich das bei uns verkauft. Ist wahrscheinlich, ja, weil es auch sehr, sehr japanisch ist, ne? Das ist natürlich. Yakuza ist nicht japanisch, oder wie? Ja, natürlich, aber das ist ja dann noch extremer, weil Yakuza könntest du noch, sag ich mal, wenn du es von den Bildern her siehst, könntest du noch an GTA denken oder sowas. Ja. Aber bei Ishin, da siehst du halt, okay, du bist im feudalen Japan und sowas und das ist. Aber Samurai, es gibt so viele Samurai-Spiele, die sich top verkaufen, also das. Ich wollte gerade sagen, ich sag dir, spätestens, wenn das Ghost of Tsushima kommt und wenn das erfolgreich ist, dann machen sie es. Das wird eine neue Ära einläuten. Richtig, weil dann sind Samurai. Genau, dann sind Samurai-Spiele total in und dann sagen sie, okay, jetzt können wir es machen, weil jetzt lieben alle und die brauchen neues Futter, bringen wir denen die Yakuza-Spiele. Dann können, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein kleiner, das könnte ja so einen Marketing-Schub geben, wenn die so. Okay, dann müssen wir halt so lange abwarten, bis Ghost of Tsushima mal rauskommt. Genau. Aber ja, aber es ist schade, ja. Ich dachte eigentlich auch, dass die das schon planen, hätte ich jetzt gedacht. Ich auch. Ich dachte, jetzt kommen nach und nach hier kommen die ganzen Spin-Offs. Die Yakuza-Spin-Offs hier, wie hieß das eine? Dead Souls? Dead Souls, genau, ja. Das war ja auch so ein krasses, was ganz anderes. Also das da vielleicht so ein Remaster kommen, aber ja, mal abwarten. Mal abwarten. Ja. Vielleicht kommt das ein oder andere, vielleicht kommt es ja dann doch. Ja, ich denke. Lass ihnen einfach Zeit. Wenn sie sehen, dass sich das verkauft, dann machen die das auch. Was habe ich denn hier? es ist nicht so viel passiert, aber so ein paar Sachen. Also außer natürlich das Große. Ich könnte ja noch weitermachen. Ich habe ja noch mal eine Sega-News. Ja, komm, dann hau direkt. Die direkt quasi so ein bisschen dran anschließt. Perfekt. Sega wird am 13. einen Livestream für Yakuza Like a Dragon starten. Ah. Und Gameplay zeigen. Die haben sie auch vorsichtshalber schon mal die 7 einfach weggelassen. Vielleicht haben sie vielleicht dann doch nicht so viel Vertrauen. Okay. Ja, nee, vielleicht machen wir doch nicht das als Hauptteil. Das ist also doch ein Spin-off. Ja, weil, also zumindest bei uns wird es, ich glaube, in Japan wird es, glaube ich, wird's die 7 drin haben. Vielleicht, damit es nicht verwirrt hier in Japan. Hier bei uns. Das kann sein. Das würde Sinn machen. Gut, weil klar, bei uns verkauft die sich natürlich nicht so gut, die Serie, wie in Japan. Weil, ja, das deswegen, muss man leider sagen. Leider. Ja. Dann kann man diese Serie nur verschmähen. Ja, das ist es leider. Aber ich habe gehört, der Producer oder Director oder was auch immer, der Chef, hat gesagt, dass das Spiel doch actionreicher ist, als wir denken. Oh, wirklich? Also, weil alle natürlich jetzt sagen, oh, rundenbasiertes RPG. Und er sagt, nee, das ist doch mehr Action, als ihr denkt. Und ja, abwarten halt, bis das Gameplay gezeigt wird. Sie haben ja bestimmt noch nicht alles gezeigt. Richtig, richtig. Von deswegen, daher, vielleicht kann man switchen. Von vielleicht Echtzeit haben sie das schon komplett geändert, wer weiß. Ey, ich kann mir, die haben auch gesagt, dass wenn das negative Echo zu groß wird, dass sie dann quasi wieder zurückgehen zum Klassischen. Haben die auch schon gesagt. Also, die hören auf sich offen. Deswegen, also, glaube ich, habe ich auch diesen Kommentar gesagt, dass wir erstmal abwarten sollen, bevor wir es kritisieren, bis wir echtes Gameplay sehen. Ich hoffe nicht, dass sie dann irgendwie einknicken, weil ja, der Mut muss belohnt werden und ich gebe dem eine Chance. Also ich eigentlich bin jetzt schon, nicht komplett da negativ darauf eingestellt, dass das jetzt irgendwie, das ist kein Yakuza mehr. Nee, ist ja also mal was Neues, ich meine. Ja, wirklich. Also warum ein bisschen nicht frischer Wind. Genau. Spiele brauchen auch mal ein bisschen frischer Wind. Und außerdem, die müssen ja mal gucken, okay, verkauft sich das besser? Wollen die Leute Rundenstrategie vielleicht lieber? Ist das vielleicht auch Yakuza Tactics als nächstes? Ja, wieso denn nicht? Vielleicht haucht das der Serie ein neues Leben ein, also klar, oder man Yakuza, muss ja. Made Café Simulator. Alles, also du kannst da alles mitmachen. Und ich meine, man hat auch lange genug jetzt dasselbe Schema jetzt gehabt. Ja. Und dass sie jetzt mal was Neues probieren, sollen die es doch machen. Und ich finde auch. Die ganzen Fans, die da mal sich auf den Schlips getreten fühlen und ja, come on. Das ist das Internet. Die Leute heulen immer direkt los. Das muss erstmal spielen und danach könnt ihr immer noch meckern.
Die heulen immer direkt los, bevor sie es sobald, bevor sie es gesehen haben, wird schon rumgeheult. Deswegen, ja, so ist das leider. Das ist traurig, aber wahr. Eine gute News für uns Sammler und auch für dich. Das Spiel Slay the Spire, was ich ja schon mal erwähnt habe, dieses Kartenspiel, dieses Roguelike-Kartenspiel, was ziemlich cool ist, kriegt eine Disc-Version. Wirklich? Ja, sehr also, schön. Es kommt sehr, eine sehr für gut. Xbox, PlayStation und Switch, wird es eine physische Version geben. Hat mich sehr gefreut. Gut. Kommt, soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelchen Extra-Content hat. Also da war jetzt, ich glaube, weiß nicht, ob da irgendwelche Add-ons geplant sind derzeit. Aber wenn, dann werden die da drin natürlich sein. Aber hat mich sehr gefreut, da eine physische Version zu sehen. Von dem Spiel. Freue ich mich über jede physische Kopie, die da rauskommt. Genau. So wie irgendeinem Spiel freue ich mich immer. Ja, deswegen habe ich das auch nicht, dass das noch nicht ausstirbt. Irgendwann wird es so sein. Es wird besser. Es wird tatsächlich wieder mehr. Also mehr so kleine Spiele kommen jetzt tatsächlich. Immer noch nicht alle natürlich. Klar, wäre, glaube ich, auch, ich sag mal so, unsere Geschäfte. Der GameStop könnte das nicht. Diese Masse an Spielen könnten die gar nicht ins Regal tun, wenn man überlegt, was alles für Indie-Spiele täglich rauskommen, wenn es die alle auf Disc geben würde. Das wäre, glaube ich, auch die Sammler würden explodieren. Da hätte keiner mehr Platz. Aber trotzdem würden wir uns diese Welt gerne wünschen, wo es jedes Spiel auf Disc geben das würde. Stimmt. Deswegen, das stimmt. Jetzt wünschen wir uns noch, und wenn sie dann irgendwann mal passieren sollte, sagen wir, nein, zu viele Spiele, hört auf. Man muss ein gutes Verhältnis finden. Richtig, richtig. Zwischen digital und physische Varianten. Wenigstens später. Dann kann man das Spiel wenigstens schon mal spielen, gucken, ob es gut ist, und dann kann man immer noch entscheiden später, okay, ich kaufe mir dann die Deluxe-Version oder wie auch immer sie dann heißt. Stimmt. Deswegen finde ich das ist halt ganz cool. Aber ja, freue ich mich drauf. Sehr gut. Wird ein gutes Spiel, wird direkt gekauft, unterstützt und ein tolles Spiel. Ich bin dabei, kann ich schon mal sagen. Gut, dann weiter. Auf der E3 war Ihr Auftritt auf der Bethesda-Bühne noch mein persönliches Highlight, aber nun musste man leider erfahren, dass Creative Director Ikumi Nakamura bei Tango Softworks das Studio verlassen hat und nach etwas Neuem Ausschau hält. Und da fragt man sich, da muss schon irgendwas im Argen gelegen haben, dass sie da weggeht. Irgendwas, vielleicht war sie zu populär geworden für sie. Sie hat, nee, die ist jetzt zu groß. Oder sie denkt, sie ist zu groß. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Es gibt so Theorien, dass sie jetzt denkt, oh, guck mal, jetzt lieben mich alle, ja, dann kann ich mein eigenes Studio machen. Also ich glaube, die wird keine Probleme haben, irgendwo Unterschlupf zu finden. Ich habe auch mal nachgeforscht, jetzt mag ich sie sogar mehr, denn sie hat vorher bei Platinum Games gearbeitet. Wirklich? Ja, und sie ist der Concept Artist von Bayonetta. Nein, wirklich? Ja, und vorher hat sie bei Capcom gearbeitet und hat bei Okami mitgearbeitet, auch als Environment Artist und so. Also eine Frau, die ich eigentlich kennen müsste, privat sogar, weil die einfach gearbeitet dann bei Platinum Games. Und es gibt ein Gerücht, das ich gehört habe, dass angeblich sie ein neues Studio führt für Microsoft. Wirklich? Angeblich. Nein, wirklich? Hat Microsoft ein Studio gekauft und sie ist der neue Head davon. Wirklich? Aber dieses, das wär sensationell. Es gibt nicht viele, sage ich mal, Sachen, die ich gehört habe darüber. Deswegen will ich, vielleicht ist es auch so ein Wunschdenken von vielen. Auch von mir natürlich, klar. Von mir auch, also sie hätte es verdient. Angeblich, also wenn es angeblich ist das der Grund, warum sie geht, weil Microsoft sie wohl gefragt hat, ob sie Bock hat. Weil sie ist ja der neue Shinji Mikami so gesehen, weil sie ja der Protégé ist von ihm. Und viele machen sich natürlich Sorgen um das Spiel, um das Ghostwire Tokyo, weil sie ja da... Aber angeblich ist sie fertig mit dem Spiel, hat sie wohl wirklich gesagt. Also sie hat alles gemacht, was gemacht werden muss. Und dementsprechend sollen wir uns da keine Sorgen machen. Aber klar, das kann auch nur PR-Talk sein und vielleicht existiert das Spiel nicht mehr, wer weiß. man das weiß es ja. Das könnte so ein Scalebound sein, wer weiß. Aber wir haben noch nichts gesehen vom Spiel, deswegen wäre nicht viel verloren, weil es sah cool aus, aber wir haben nichts gesehen. Das stimmt, ja. Mal schauen. Ist halt die Frage, ob, wenn jetzt noch plötzlich Tango Works plötzich nicht mehr existiert in den nächsten Wochen, dann wissen wir, ob wir das Bethesda da irgendwas Böses gemacht hat. Dann hat man, das war schon quasi die rattenverlassene sinkende Schiff schon mal. Genau. Die erste, also wenn die Kamel jetzt bald geht, dann wissen wir Bescheid. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwas, wahrscheinlich hat sie wirklich ein gutes Angebot. Ich meine, sie hat halt echt Eindruck hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Und hat bestimmt so viele Anfragen bekommen. Wir bauen neue Studio, Sie werden der neue Chef, kommen Sie bitte, bauen Sie uns Spiele. Und das ist halt das Gerücht, was ich halt ein paar Mal gehört habe. Nicht sehr oft, aber ein paar Mal habe ich es gelesen und gehört, dass sie angeblich von Microsoft angesprochen wurde. Spannend. Und die haben ja auch gesagt, die wollen ein japanisches Studio kaufen. Ist halt die Frage, haben die eins gekauft und sie dann einfach da reingeschmissen oder machen sie ein komplett neues auf für sie? Das ist noch nicht so ganz klar.
Im Grunde braucht man nur Ikumi Nakamura, hat man schon gewonnen. Eigentlich schon. Das, da kann man nichts mit falsch machen. Genau, dann holt man sich noch so einen Shinji Mikami rein, dann kauft man noch, den, ich glaube, das ist die neue Taktik von Microsoft, die kaufen keine Studios mehr, die kaufen nur die Leute aus den Studios. Ein Geniestreich. Wir brauchen kein ganzes Studio, wir brauchen nicht nur die... Das ist viel billiger und viel effizienter. Genau, die packen wir einfach alle in einen Raum für 3 Jahre und dann kommt das beste Spiel aller Zeiten raus. Fertig. Oh mein Gott, Microsoft hat das Konzept, sie haben das entschlüsselt. Sie haben einfach jetzt nicht schlecht. Also wenn das wirklich so ist, dann Chapeau. Ich denke mal, wir hören es dann im November, wenn dieses Microsoft-Fest da ist, dieses XO ist ja dann wieder. Da werden die bestimmt wieder irgendwas erzählen von irgendwelchen Studios, die gekauft wurden. Natürlich. Auch gemacht, deswegen wird es ja dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere Studio erwähnt werden. Deswegen mal schauen. Spannend. Ich will das auf jeden Fall weiter beobachten. Aber ja, die werde ich auf jeden Fall beobachten, seitdem ich weiß, dass sie an Bayonetta und Okami gearbeitet hat. Deswegen, folgst du ihr bei Twitter schon? Noch nicht, aber ich bin kurz davor. Bald. Mal gucken. Sehr gut. Ja, was haben wir noch? Warriors Orochi 4 Ultimate haben wir letzte Woche drüber geredet, dass es angekündigt wurde. Ja. Heute wissen wir, dass wir tatsächlich den ersten Gastcharakter zurück haben. Der ist nicht neu, er war vorher in Teil 3 da, jetzt kommt er wieder. Ryo Hayabusa ist drin. Ah, echt? Also, sie machen es zum Glück. Ich vermute mal auch, dass viele der Alten, vielleicht nicht alle, aber ich denke mal so, die auf jeden Fall aus Ninja Gaiden, also warum, weil das ist ja deren Marke. Die gehört ja Team Ninja bzw. Tecmo Koei. Ob Soul Calibur, Sophitia wieder drin ist, ist halt eine andere Firma. Das ist halt die Frage. Aber ich vermute mal, Ryo Hayabusa ist drin. Wer war noch? Momoji war drin. Ayane, Kazumi, die werden bestimmt alle wieder drin sein. Also es wäre komisch, wenn nicht. Eigentlich schon. Deren eigene Marke. Also. Dass die nicht schon längst drin vielleicht sind. Vielleicht noch ein paar neue, vielleicht noch Hayate oder sowas rein. Diese ganzen Ninja-Charaktere aus Dead or Alive einfach alle reinschmeißen. Kann ja nicht schaden. Und Gerald noch, der für irgendwelche crazy einfach Gastcharaktere. Kann das alle reinpacken. Ja, das finde ich schön. Cool. Aber ja, das macht mich auf jeden Fall interessant an das Spiel, weil jetzt auch die Gastcharaktere. Ja, also ich bin jetzt auch deutlich interessierter, weil vorher ohne Gastcharakter, da fehlt dann so ein bisschen dieses gewisse Etwas. Vor allem, wenn man, wie ich, keine Ahnung hat von Dynasty Warrior und Samurai Warrior. Ja, wirklich, du kennst ja niemanden. Genau. Man muss connecten mit irgendwas. Genau, ich brauche ein Gesicht. Ich brauche da so einen Dante drin oder so. Dann würde ich sagen, ja, ich nehme 10. Wie leicht du zufriedenzustellen bist mit einer Figur. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann weiter. Ich hatte mich eigentlich kurz gefreut, weil auf der Tokyo Game Show sollte es eigentlich was Neues zu Ghost of Tsushima zu sehen geben. stellt sich nun daraus, nee, sie werden einfach nur altes Material einfach nur noch wieder aufwärmen. Und das ist schon ein bisschen... Die hat das mitgenommen, das Material. die hat das Spiel mitgenommen. Deswegen, die ist fertig mit dem Spiel und ist abgehauen. Aber das ist doch irgendwie, das Spiel scheint echt nicht weit in Entwicklung zu sein, wenn man da gar nichts Neues da, das sieht. Ist halt kommt es überhaupt noch für diese Generation, ist die Frage. Richtig. Ich habe so langsam die Zweifel. Ob das Spiel überhaupt noch existiert, das ist die große Frage. Ob da nicht vielleicht irgendwas zwischen Tango und Bethesda irgendwas kaputt gegangen ist, ich weiß es nicht. Tango? Das ist doch so Sucker Punch, Ghost of Tsushima, mein Freund. Ach, oh, Entschuldigung, oh mein Gott. Ich da denke, hast du, gut. In Tokio. Da hast du, wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, sorry, ich habe gerade voll, ich stand voll, weil ich gerade, wir gerade mal bei der. Ich habe auch gerade überlegt, okay. Ja, okay, nee, Ghost of Tsushima, stimmt. Dazu hat man nichts gesehen und dazu wird man auf der Tokyo Game Show nichts Neues sehen. Sucker Punch ist da gar nicht, wird da gar nicht dran teilnehmen. Man hat vorher gedacht, dass da Sony hat irgendwie gesagt, dass das da sein wird und da hat man gehofft, dass da vielleicht was Neues sein wird, aber nee. Einfach nee. Das lässt weiter auf sich warten. Ja, aber gut, das ist Sony, die zeigen ja, glaube ich, sonst auch nichts Neues auf der Tokyo Game Show. Die das haben ja nur so alten Kram da, ne? Mit The Last of Us ist das mit die letzten beiden großen Titel, die sie noch nur in Pipeline haben. Also ich glaube, die werden noch für die PS4 kommen, aber ich glaube, es wird automatisch PS5-Version von den Spielen geben. Ich denke auch. Also, dass beide Spiele vielleicht starten, also das wäre natürlich ein krasser Start, wenn du mit Ghost of Tsushima, gut, von dem Ghost of Tsushima sieht gut aus, aber wissen wir nicht, wie gut es ist. Aber bei Last of Us 2 können wir ja schon erwarten, dass es ein qualitativ großes Spiel wird. Absolut. Wenn die zwei Spiele Starttitel für die PS5 wären, das wäre natürlich schon eine gute Kampfansage. Das ist wirklich schon mal eine Ansage an die Konkurrenz. Also, ich meine, Halo Infinite ist ja auch ein Starttitel für die Xbox, das ist ja auch schon ein großes Spiel als Starttitel absolut. Zu haben. Absolut. Deswegen vielleicht, wer weiß. Oder Ghost of Tsushima ist tatsächlich, ich meine, wie lange arbeitet Sucker Punch in diesem Studio? Schon eine ganze
5 Jahre mehr. Das letzte Spiel war ja das hier, wie heißt das? Infamous, ne? Ja, das ist auch schon eine Weile. Ist auch schon eine Weile. Das kam ja zum Start, das kam ja 2013 raus. Also im Prinzip 6 Jahre lang, ungefähr vielleicht, sagen wir mal, 5 Jahre, 5 bis 6 Jahre lang, haben wir nichts Neues von ihnen gehört. Das ist schon ein bisschen, da machen wir schon ein bisschen Sorgen, ja. was damit los ist. Wer weiß, vielleicht ist das Spiel halt schon einmal, sag ich mal, neu gerebootet worden, also dass das Spiel einfach nicht gut genug war. Und sie haben, ähnlich wie bei Metroid Prime 4, dass sie nochmal nach 3 Jahren gesagt haben, okay, wir fangen nochmal von neu an oder sowas, das wissen wir ja natürlich. Boah, nicht. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ich meine, das, was man gesehen hat, sah doch echt gut aus. Ja, deswegen. Vielleicht sah aber die erste Version halt schlecht aus und deswegen haben sie nochmal neu angefangen. Das meine ich halt. Und das haben die nie gesagt, deswegen wissen wir nicht, dass sie vielleicht dieses Spiel, was wir jetzt gesehen haben, vielleicht nur 2 Jahre in Entwicklung war und nicht 6 Jahre in Entwicklung. So ähnlich wie bei Anthem, wo es ja auch Probleme gab, wo die ja jahrelang in der Entwicklungsphase sind. Aber ja, es ist ein bisschen schade, aber ich glaube auch, das ist so eine Sache von Sony, dass sie sagt, nee, wenn wir das Spiel zeigen, dann haben schon nichts, deswegen, wir heben uns das besser auf. Ja, genau, dass sie dann, wenn die dann die PS5 zeigen, dass sie dann natürlich Last of Us neues Gameplay zeigen können, Ghost of Tsushima und ein paar neue Sachen, damit die direkt so eine riesige, so kommt mir Sony gerade vor, dass sie einfach sagen, wir zeigen das nirgendwo anders, wir zeigen das bei uns, sonst nirgendwo. Also spätestens auf E3 oder ich denke mal vorher werden wir das schon sehen. Ja, da kannst du recht haben. Mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Das ist 2-Stunden-Stream mit 1000 neuen Spielen und keine Ahnung. Ja, das stimmt. Oder ja, sie arbeiten dann lange dran, weil es vielleicht schon ein PS5-Spiel ist und kein PS4-Spiel mehr ist. Das kann natürlich auch sein. Wie bitte? Du meinst, wenn das der Fall ist, das wäre schon ein bisschen, also wenn die das direkt Spiel, für die PS4 canceln, oh, kommt nicht mehr, sorry. Vielleicht haben wir schon die PS5-Version gesehen, ganze Zeit, das Gameplay. Und es sah auch schon verdammt gut aus. Ja, genau wie Last of Us 2 sieht halt auch verdammt gut aus, wo auch dann so die Frage ist, ist das doch wirklich PS4 oder ist das schon PS5? Das ist die große Frage, ob dann noch eine schlechtere, sag ich mal, Version für die PS4 rauskommt oder ob das die PS4-Version ist. Da kann man gleich auf die Next-Gen eigentlich schon, also greifen, weil wenn das kommt, ist ja schon vor der Tür. Eigentlich schon. Knapp noch ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr und schon haben wir die nächsten Konsolen in der Hand. Ja. Deswegen viel Zeit ist da nicht mehr, die Spiele rauszubringen. Und das nächste Jahr, der Anfang sieht ja schon relativ voll aus, dementsprechend. Mal schauen. Mal schauen. So, Fairy Tail. Kennst du Fairy Tail, den Anime? Fairy Tail, habe ich mal was von gehört. Erinnert ein bisschen an One Piece, nur mit Magiern. Weil der Hauptcharakter sehr an Ruffy erinnert. Und ich habe mal gelesen oder gehört, dass angeblich der Schöpfer der Serie bei Oda, also dem Macher von One Piece, wohl mal in Lehre gegangen ist oder so. Oder war ein Assistent von dem. Aha. Irgendwie, dass sie auf jeden Fall irgendwas mal miteinander zu tun hatten und dass er dann halt seine eigene Serie gemacht hat. Deswegen erinnert halt der Hauptcharakter ein bisschen an Ruffy, weil der halt auch immer essen will und sowas. Also auf los, aufs Maul hauen und so. Ist aber eine coole Serie. Ich habe die Manga-Reihe gelesen und fand ich eigentlich ziemlich cool. Und da kommt jetzt tatsächlich eigentlich mal ein Videospiel raus. Da denkt man natürlich direkt, es kommt nämlich auch von wie heißen die Dynasty Warrior Macher? Tecmo Koei, so, jetzt habe ich es, sorry, Brainfart. die machen das Spiel und dann denkt man natürlich direkt, klar, das wird ein Dynasty Warrior Spiel. Nein, es wird ein RPG. Man weiß noch nicht, ist es rundenbasiert, ist es Echtzeit? Es sieht ein bisschen aus, als wenn es so ein Action-RPG wird, so à la, ich sag mal, wie heißen die Spiele hier? Tales of zum Beispiel. Das hört sich doch schon ganz gut an. Macher sind Gast und die kennt man ja für die Atelier-Alchemie-Spiele da. Da gibt es ja 8 Millionen Teile von. Atelier irgendwas heißen die Spiele immer. Ja. Mal gucken. Und die sind zum Beispiel eigentlich rundenbasiert, aber ich glaube, das neueste ist Action. Ach so. Das ist natürlich auch so eine Serie, die einfach schon so groß ist. Ja, die gibt es schon seit. Wobei der neueste zum Beispiel ziemlich cool aussieht, also auch, weil früher war das immer mit so, das sah immer so, sag ich mal, ein bisschen niedlich aus, mit kleinen Mädchen und dies und das. und jetzt mittlerweile sieht das schon ein bisschen ernster aus. Okay. Die machen wohl das neue Fairy Tale Spiel. Gameplay soll noch kommen. Also richtiges Gameplay, man kam so einen kleinen Teaser, wo man was sieht natürlich, wie die Grafik aussieht. Sieht sehr gut aus, Anime. Spiel halt. Ich bin gespannt, weil die Atelier-Spiele tatsächlich ziemlich gut geworden sind mit der Zeit. Also die ersten waren noch nicht, sag ich mal, immer noch gut, aber nicht so gut. Und die neuen sind halt wirklich, kriegen auch sehr viel,
sag ich mal, Liebe von den Fans auch. Und die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch alle für die Switch. Ich glaube, die wurden alle nochmal geremastert oder geportet. Alle? Ich glaube, die sind so, es kommt immer ein neues raus und dann die letzten kommen dann gerade als Port für die Switch raus. Und ich glaube, mittlerweile sind die, ist das Neueste quasi auch aktuell mit der Switch-Version. Also ich werde wahrscheinlich irgendwann mal da reinsteigen und anfangen die, weil ich habe einen Teil gespielt, den ersten, den es für die PS3 gab. Und den fand ich gar nicht schlecht. Der hatte auf jeden Fall interessante Sachen, aber er spielte sich sehr, generic für ein JRPG, sag ich mal. Also da fand ich jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist was ganz Neues. Ja. Aber ja. Hört sich sehr interessant an, dass das nicht nur so einfach so ein Prügler ist. Ja, genau. So also ich meine, da hätte man auch ein cooles Fighting-Game mitmachen können, klar. Das ja, aber von fast schon so, ja. Ich wollte sagen, fast, solange es nicht so ein Combat, wie heißen die, Arena-Fighter ist, wie die, Da ist man auch schon übersättigt. Ne? Genau, weil es halt immer die gleiche Firma ist, die die macht. Gibt auch mal den, gibt Arc System die Rechte für One Piece, ey. Anderer Skin und einfach, ja, genau, einfach das Gleiche nochmal und das Volk. Aber trotzdem, finde ich das sehr cool für Leute, die Fans sind von Fairy Tail. Und ich finde Fairy Tail auch sehr gut. Ist eine Serie, die schon abgeschlossen ist. Da gibt es ja auch Filme zu mittlerweile. Also ist zwar nicht so populär wie One Piece, aber um ehrlich zu sein, was ist so populär wie One Piece? Das stimmt natürlich. Kannst du es empfehlen, jetzt mal Fairy Tail schnuppen, ja? Wenn du One Piece magst, dann lies mal vielleicht. Ich liebe One Piece. Dann auf jeden Fall. Guck dir mal ein, zwei Folgen an, weil es gibt den ja auch als Anime, die Serie. Ich weiß nicht, wie weit die gibt. Natürlich auch wieder mit Filler-Folgen, wie man es kennt. Aber wenn du One Piece magst, guck's dir an. Ich fand's deswegen, ich bin jemand, der lieber Manga liest, weil die meistens immer ohne Filler sind. Und ich habe mir halt so die erste Staffel, würde ich sagen, als Anime angeguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kaufst du dir die Manga. Weil ich die echt, okay. Also die Charaktere sind cool gemacht, die Geschichte sind halt auch alles Shonen natürlich. Also klar, die Kämpfe sind immer sehr bombastisch und die kriegen immer neue Fähigkeiten und sind Super Saiyajin 2000 oder so. Also es ändert sehr halt One Piece und Dragon Ball natürlich. Und so. Wenn man sowas mag, kann ich nur empfehlen. Ich mag's. Also ja. Hat sich alles gut, ganz gut. Perfekt. An. Guck's dir an, wird dir bestimmt gefallen. Okay, da werde ich mal reinschnuppern. So, endlich, Square Enix hat endlich das Release-Datum für Trials of Mana gegeben, der 24. April, leider 2020, verdammt, ich hatte noch gehofft, dass es vielleicht dieses Jahr noch kommt. Es hätte auch vielleicht noch irgendwo rein, man hätte es noch reinquetschen können, aber warum braucht man denn so lange daran? Frage ich mich, oder? Ja, vielleicht, ich glaube, die wollten es vielleicht aus dem Minenfeld rausmachen, was jetzt gerade ist. Das stimmt. Das kann natürlich einfach sagen, okay, wann ist das? April? Okay, alle haben dann Cyberpunk schon gespielt. Okay, dann können wir ein bisschen Trials of Mana spielen. Ja, die kommen sich ja eigentlich gar nicht in die Quere. Das ist so diese komplett unterschiedliche Spiele. Von daher. Ist vor allem auch budgettechnisch, das ist ja auch mehr so ein, sag ich mal, das ist ja kein AAA-Spiel, das Trials of Mana. Das wird ja wahrscheinlich auch so ein 30-Euro-Spiel sein, so wie das Remake damals von Secret of Mana. Das stimmt. Es sieht so viel besser aus als das Secret of Mana Remake. Und ich habe richtig. Sie haben gelernt, Gott sei Dank. Sie haben gelernt. Wirklich. Und schade, aber gut, dann halt gut Dinge will Weile haben. Deswegen. Genau. Lass ihn die Zeit, damit es perfekt kommt. Ja, ohnehin schon so viel. Also ich beschwere mich über Sachen. Ich komme ohnehin nicht zum Zocken. Ich wollte viel sagen. Ist. Aber das hätte ich gespielt, weil das hat ja auch Koop. Ja, wie die Klasse. Weiß man schon, ob es Online-Koop? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Weil ich glaube auch, dass Secret of Mana Remake hatte auch nur Koop auf der, also lokal. Warum eigentlich nicht? Warum haben diese Art von Spiele keinen Online-Koop? Was? Ich meine, wenn das ist Secret of Mana im in diesem Nintendo Switch-Ding, dieses Online-Ding dabei? Weil dann kann man es online spielen. Noch nicht. Weil dann gibt es, glaube ich, wenn das mal da drin ist, könnte man das ja auch. Glaubst du, dass das da reinkommt? Ich meine, es kommt doch die Collection of Mana, wenn das dann nicht deswegen irgendwie in die Quere kommt. Ist ja halt die Frage, kann man die Collection of Mana, kann man die online spielen? Das ist auch eine gute Frage, das weiß ich leider auch nicht. Rausgekommen vor kurzem. Das werde ich nachforschen, das interessiert mich. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das sind einfach nur so Ports im Prinzip, so okay, hier. Aber diese Variante bei Switch Online, normalerweise kann man die ja alle. Deswegen, die kann man alle online spielen, ja. Also wenn es da eine geben würde, dann kann man die online spielen. Okay. Das wäre dann schon mal etwa, dass man wenigstens irgendeins online spielen kann. Aber ich glaube, die Collection kann man auch nicht online spielen. Also ich sehe jetzt hier nichts.
Eine vertane Chance, sage ich nur. Ja, aber wer weiß, Trials of Mana ist ja noch ein bisschen, vielleicht okay. Deswegen dauert es länger, damit sie den Koop da perfekt reinbekommen. Ich hoffe, ich schreibe dir mal an, frage mal. Genau, sag genau Bescheid. dann eine für mich interessante News, Gunvolt Chronicles Luminous Avenger EX, der kürzeste Titel aller Zeiten. Diese Titel immer wieder, ey. Ist ja im Prinzip der nächste Teil der Gunvolt-Serie, kommt tatsächlich auch für Xbox. Das hat mich sehr überrascht, einfach weil das ist ja so ein Mega Man-Spiel im Prinzip. Und das ist auch der Teil, der zum ersten Mal für die PS4 rauskommt. Also die Vorgänge gab es noch nicht für die PS4, aber die haben jetzt gedacht, weißt du was, fuck it, wir bringen es auch für Xbox raus. Zwar nur digital bis jetzt, also wer weiß, vielleicht wird noch eine physische angekündigt, weil die physische wurde auch erst im Nachhinein angekündigt für die Switch und die PS4-Variante. Aber ich fand es sehr interessant, dass halt wirklich, da merkt man so ein bisschen, dass Microsoft vielleicht doch wieder versucht, ein bisschen japanische Entwickler auf die Plattform zu kriegen. Hat mich sehr überrascht, also hätte ich nicht gedacht. Also langsam rollt der Zug an. Ja, vielleicht haben sie da irgendeine Memo bekommen von, vielleicht gekauft, wer weiß. Das ist für dich die Erklärung für alles, ne? Die wurden gekauft. Das kann und die haben ein Spiel gemacht, das heißt, die sind auf jeden Fall gekauft. Zweimal. Gekaufte Game. Genau. Kauf ich. Microsoft nennt sich irgendwann in Cash-Out um oder sowas. We buy you. Ja, die Zukunft, das wird noch funny. Ja. Aber soweit, ich habe jetzt, glaube ich, nur den dicken Brummer. Dann habe ich noch eine kleine Sache, die man erwähnen könnte. Cyberpunk bekommt Multiplayer. Cyberpunk. Richtig. Angeblich soll nach dem Spiel, er ist nur geplant. Also die haben alle schreiben, oh, es kommt Multiplayer, er ist geplant, nachdem das Spiel raus ist. Heißt nicht, dass der innerhalb von einem Monat da ist. Es kann sein, dass wir vielleicht ein halbes Jahr warten, bis dieser Multiplayer kommt oder länger. Wie er aussieht, keine Ahnung, er ist nur geplant. Also es kommt auf jeden Fall irgendeine Art von Multiplayer in das Spiel, ob es Koop ist, ob es gegeneinander, ob es Horde-Mode, ob was weiß ich was ist. Weiß man nicht, wissen wahrscheinlich die Entwickler selber auch noch nicht oder sie dürfen nicht sagen. Aber sie überlegen halt einen, sag ich mal, gut funktionierenden Multiplayer-Modus einzubauen, dass der auch Sinn macht. Also jetzt nicht einfach nur, ich denke mal nicht, dass sie jetzt irgendwie so ein billiges Multiplayer-Spiel da reinbauen, so ein Call of Duty Klon. Das wird dem Spiel nicht gerecht. So ein Standard Multiplayer. Ich glaube, die denken sich da irgendwas Cooles aus, dass es Sinn macht. Wahrscheinlich irgendwas mehr Koop, vielleicht so Koop-Missionen oder sowas, so eine extra Kampagne, vielleicht so eine Koop-Kampagne oder sowas. Weil, wie gesagt, Multiplayer heißt jetzt nicht unbedingt gegeneinander, kann halt auch zusammen heißen. Das stimmt, man weiß. Ja. Aber erst nachdem das Spiel, die fokussieren sich erstmal, das Spiel rauszubringen, dass es so gut wie möglich läuft. Und dann sehen sie erstmal weiter. Vielleicht ist das Multiplayer auch das erste große Add-on zum Beispiel. Wer weiß. Oh, das kann sein. Ich bin mal gespannt, was die da. Ey, ich vertraue. Die haben ja noch nie wirklich ein Multiplayer-Spiel gemacht. Die haben ja nur Gwent, war ja das einzige Multiplayer-Spiel. Und das ist ja ein Kartenspiel, deswegen. Bin ich mal gespannt, ob die das auch. Die haben da bestimmt ein paar coole Ideen, was Multiplayer angeht. Die lassen sich da wahrscheinlich irgendwas. Die wollen nicht einfach so einen generic Call of Duty-Klon rausbringen, sondern die wollen ihren eigenen. Die wollen ihr Multiplayer-Spiel rausbringen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Aber ja, dann gucke ich gerade. Nee, dann bin ich auch so mit den Kleinen. Dann haben wir natürlich die große News. Die große News. Der gute, die Mini-E3 quasi. Wirklich. War wieder sehr interessant, auf jeden Fall. Ein paar kleine Überraschungen. Auf jeden Fall. Ich denke, eine der größten Überraschungen, da sind wir uns, glaube ich, beide ganz klar einig, ist Deadly Premonition 2. Deadly Premonition, du glaubst es nicht. Ich war sprachlos, ich hatte Gänsehaut. Ja. Ich konnte es nicht fassen. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, what the hell? Wie zum Teufel haben die das hinbekommen? Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war die Sensationsnachricht für mich. Das ist, wow, das war die News des Monats. Ja. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall sagen, aber weil es aus dem Nichts kam. Weiß einfach man, so. Ob Sveri da mitarbeitet? Sveri ist dabei. Er hat über Twitter gesagt, ey, ich bin dabei. Okay, ich habe das Geheimnis, ich konnte nichts sagen, aber jetzt kann ich sagen. Sehr, sehr gut. Weil wenn es nicht mit Sveri gewesen wäre, dann wäre das. Genau, da hätte ich nämlich Angst gehabt, dass sie einfach nur die Marke nehmen. Aber wenn er dabei ist, dann mache ich mir sehr. Was ich auch herausgefunden habe, das Spiel ist nicht exklusiv. Das Spiel ist nur. Wirklich? Aber ja, das Spiel ist nur Launch-exklusiv. Das heißt, es wird zeitexklusiv sein und auch, dann auch. Wahrscheinlich, was die anderen Plattformen sind, weiß man natürlich noch nicht, aber es ist nicht ein. Sicher, bist du dir sicher? Ja. Ich habe extra nachgeforscht, weil ich wissen wollte. Oh, danke. Das Spiel soll auch für andere Plattformen kommen. Welche? Ob es Xbox, PlayStation oder nur PC ist. Man weiß es. PlayStation. Macht halt Sinn, weil natürlich, klar, Sveri will natürlich so viel Geld wie möglich machen, weil es auch nötig hat für so ein kleines Studio.
Und ja, die haben halt auf jeden Fall einen Deal mit Nintendo, dass es halt zeitexklusiv ist. Wie lange? Ein Jahr, zwei, fünf, zehn, keine Ahnung. Ist mir egal, Hauptsache, es kommt noch für andere Plattformen. Genau. Und der erste Teil als Origins-Fassung ist auch direkt, war auch direkt erhältlich, hier so bam. Und kommt direkt das dann auch Shadow vielleicht Drop. Dann auch für das andere Plattformen? Das habe ich nicht herausgefunden. Da habe ich nicht, weil der heißt ja auch Deadly Premonition Origins. Da weiß ich auch nicht, haben die irgendwas an dem Spiel gemacht? Weil es einen anderen Titel hat. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Dass ist das die Director's Cut? Oder ist das die Ja, wahrscheinlich ist es die Director's Cut. Ist halt die Frage, weil es gibt Leute, die sagen, die Director's Cut war sogar noch schlimmer als die Originale. Deswegen, das ist so eine Sache. Ja, das ist immer die Frage. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, auf der Xbox ist Deadly Premonition, wenn ich mich nicht recht erinnere, zum Beispiel backwards kompatibel. Das heißt, da bräuchte man es nicht. Da könnte man den ersten Schritt. Wenn ich mich nicht irre, ich meine, das ist. Weil ich glaube, ich habe das. Du also quasi, man hat auf der Xbox hat man quasi schon das Remake sogar schon von Deadly Premonition. Ja, das spielt sich dann wahrscheinlich sogar besser als das Original. Deswegen gucke ich gerade. Aber ja. Aber trotzdem, sehr, sehr coole News. Ich bin noch nicht fertig. Man muss auch sagen, für Deadly Premonition-Verhältnisse sieht es auch eigentlich ganz gut aus. Es sieht nicht so schlecht aus. Also technisch hat man auf jeden Fall so eine ganz kleine Schippe oben drauf gelegt. Und ich bin über diese ganze Craziness, was wäre da wieder reinsteckt. Ich bin so gespannt, was da wieder. Weil Dead Permission ist das beste, schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Richtig. Und das ist ein Spiel, wo man sich immer fragt, haben die das echt so gemacht oder hat das einfach nur keiner gesehen? Ist das so gewollt oder ist das so einfach ungewollt komisch? Ja, genau, in manchen Situationen. Großes Geheimnis. Wirklich, also das war die freudigste Nachricht, muss ich echt nicht sagen. Denke ich auch. Ich kann auch nochmal bestätigen, den ersten Teil kann man auf der Xbox One backwards kompatibel spielen. Also wenn ihr Bock habt. Sehr gut. Vielleicht kriegt dieses Spiel eigentlich die Aufmerksamkeit, die es schon so lange verdient gehabt. Hätte. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, der zweite Teil wird, ich meine, es kommt auf die Switch. Er kann ja nur erfolgreich werden. Richtig. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Und von daher freut mich das wirklich. Ja, wieder mal Francis York Morgan. Ja, das ist crazy. Also ich bin auch sehr gespannt, wie crazy der dann wird. Und ja, nicht exklusiv auf jeden Fall, nur zeitlich. Sehr gut, okay. Das freut mich sehr. Dann haben wir natürlich, also ich werde jetzt nicht alles hier so die größten Sachen. Ich denke mal, eine der anderen großen Sachen war natürlich auch noch ein Shadow Drop und zwar Banjo-Kazooie sind endlich da. Für allerdings, ich finde es ein bisschen komisch, dass sie einfach so, okay, hier sind sie. Keine große Werbung, einfach, da sind sie. Ne, kein großes, so Mortal Kombat sagt, ja, November 17. kommt's, macht dann Hype, zeigt Trailer und alles. Und Nintendo sagt einfach, ja, hier ist ein Trailer, ach ja, übrigens, ihr könnt ihn jetzt kaufen. Das finde ich aber auch schon wieder irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall. Einfach direkt, jetzt könnt ihr schon runterladen. Ist auf jeden Fall quasi, man könnte sagen, der Tag, an dem Banjo-Kazooie auf die Switch zurückgekommen ist, ist nationaler Feiertag, weil Microsoft und Nintendo zusammengekommen sind, um den Weltuntergang der Gamer zu... Wieso denn Weltuntergang? Ja, weil wir einfach explodieren vor den Möglichkeiten, die wir jetzt haben in diesem Spiel. Natürlich haben wir auch den nächsten Charakter gesehen und ich und der Kave, wir haben ja so eine kleine, ich will nicht sagen Wette, aber so ein Plan und wir denken. Wir waren beide komplett falsch. Komplett daneben lagen wir. Ich finde, Terry Bogard ist der Charakter aus Fatal Fury oder auch King of Fighters, kennt man ihn. Oder Garou, Mark of the Wolf, also aus mehreren Spielen ist der. Ich weiß gar nicht, Fatal Fury ist sein Spiel und das andere waren dann Gastauftritte. Ich glaube auch. Und sogar in SNK Heroines kommt er als weibliche Version vor. Also Nintendo, wenn ihr wollt, dass ich diesen Charakter spiele, gebt mir den weiblichen Terry. Ich will Fatal Cutie haben. Das wird, wenn die das implementieren würden, das wäre super. Wäre ziemlich cool, wenn er zwei Kostüme hat. Aber ich finde es cool, dass er drin ist, weil es SNK ist und es ist dann wieder so einer der großen. Ja, das ist halt einfach einer der großen Fighting Games. Er ist ja der ikonischste von SNK. Aber ich finde ihn halt langweilig, weil er ein Fighting Game Charakter ist. Er ist schon relativ langweilig. Deswegen, er hat schon ein Spiel, wo man mit ihm kämpfen kann. Ich finde es halt lustiger, sowas wie Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie hat kein Fighting-Game, dementsprechend ist es halt cool. Joker hat kein Fighting-Game und sowas.
Und dann halt einfach ein, ich meine, bei Ryu und Ken war das genauso. Es ist cool, dass sie da sind, aber eigentlich sind sie halt genau, man kann sie auch in anderen Spielen genauso spielen. Ich meine, man hätte statt Ken, warum nimmt man nicht so eine Cammy oder weißt du, ja. Wieso keine weiblichen? Deswegen hoffe ich halt, dass wir den weiblichen Terry vielleicht bekommen, weil das Spiel gibt es ja auch für die Switch, das SNK Heroines, wo ja der weibliche Terry drin ist. Deswegen, vielleicht kriegen wir den Skin. Aber ja, trotzdem finde ich es halt cool, weil es halt einer der Eckpfosten der Video. Fighting-Game-Story ist. Er gehört dazu. Ja, okay, aber... Wenn Ryu drin ist, als nächstes, ich sag dir, Tekken, irgendein Tekken-Charakter wird drin sein. Ja, Heihachi. Heihachi ist ja, doch muss, der ikonischste. Weil dann haben wir die, oder Jin oder sowas. Weil dann haben wir die Großen. Dann haben wir Street Fighter, wir haben Tekken, Mortal Kombat. Alle großen. Sub-Zero, ist vielleicht dabei. Ist er doch drin. denn ich sag mal, unsere Liste ist ja zwar nicht eingetreten, die wir hatten. Wir hatten noch zwei. Nicht. Aber wir haben die Chance besteht. Mehr Charaktere kommen. Dementsprechend sage ich auch jetzt, Dante ist dabei. Dante ist im zweiten. Dante ist, glaube ich, eigentlich schon ja. So gut wie bestätigt. Dadurch, dass sie jetzt auch den besten Devil May Cry-Teil endlich für die rausbringen. Devil May Cry 2 kommt endlich. Der legendäre zweite Teil. Damit würde ich gerne die Verkaufszahlen sehen von diesem einen Titel. Wie viele Leute kaufen sich den zweiten Teil? Aber dadurch, dass dann auch wahrscheinlich 3 und vielleicht sogar noch 4 rauskommen wird für die Switch, weil 4 müsste eigentlich auch noch funktionieren auf der Switch, glaube ich, dass Dante kommt. Das ist so der, die versuchen den einfach anzuteasen. Ich habe aber so langsam das Gefühl, dass wir den schlechten Fighters Pass gewischt haben und in Wahrheit der zweite und dritte wahrscheinlich die richtig guten. Wer weiß. Es wurde ja auch noch kein zweiter Fighting Pass angekündigt, sondern nur einfach mehr Charaktere. Ja, es läuft auch drauf hinaus. Ich denke auch, aber vielleicht sind es einfach nur 2, 3 weitere Charaktere oder sowas. Vielleicht sind es nicht wieder 5, wer weiß. Aber Sakura hat ja selbst auch gesagt, dass er niemals in Rente gehen kann. Solange er wird auf ewig neue Charaktere für Smash. Was ich sehr interessant war, hast du dir das Video auch danach angeguckt, nach dem Direct von Sakurai? Wo der Banjo Kazooie zeigt, dass der Werbung für Xbox gemacht hat. Das stimmt. Ist krass. Also der hat ja dann so auch gesagt, ja, ich weiß, das ist ein Nintendo Direct, aber wenn ihr die Spiele spielen wollt, bitte spielt sie auf der Xbox und denkst du so, haben die Sakurai gekauft? Was ist los? Und das Lustige ist, in Japan ist Hashtag Xbox der höchste Hashtag gewesen. Wirklich? Weil er das erwähnt hat, dass die Leute dann wahrscheinlich wussten, einfach viele Leute nicht, was eine Xbox ist, vielleicht, keine Ahnung. Das ist die Macht der Worte. Also wenn wir nächste Woche hören, dass die Xbox One sich plötzlich 1 Million Mal verkauft hat in Japan, dann wissen wir warum. Nur wegen Sakurai. Allein das Wort von Sakurai hat Gewicht, hat richtig Gewicht in der Branche, überhaupt. Als ich das gelesen habe, das war der größte Hashtag in Japan, war Hashtag Xbox. Unfassbar. Für den einen Tag dann. Oder ich weiß nicht, wie viele Stunden. Und mich würde echt interessieren, ob es echt Leute gab, die dann gesagt haben, oh, Banjo-Kazooie, gibt's für die Xbox? Und sind dann in den Laden gelaufen und haben sich Rare Replay mit der Xbox One gekauft in Japan. Das hat bestimmt die Verkäufe angekurbelt. Die allein zwei mehr wahrscheinlich. Und einen auf 10 vielleicht, wer weiß. Das ist ja eine Steigung von 300%. Pass auf, nächste Woche hören wir die News, Japan muss Xboxen aus Amerika und Europa importieren, weil die Nachfrage so groß ist oder so. Also das wäre schon echt witzig, wenn das so eine Auswirkung gehabt hätte. Das wäre so interessant. Ich glaube ja, dass das so eine Bedingung von Phil Spencer war. Ihr kriegt Banjo, aber erwähnt uns doch. Ja, ich glaube auch. Legt ein gutes Wort für uns ein bei euch. Er hat ja nicht nur gesagt, Xbox hat auch gesagt, er hat sich auch bedankt bei Microsoft dafür, dass sie die Chance gegeben haben, dass der Charakter kommt. Für mich hört sich das auch so ein bisschen an, als ob da vielleicht noch ein weiterer Charakter kommen könnte von Microsoft. Vielleicht nicht unbedingt ein Master Chief, aber vielleicht so ein kleines Eichhörnchen. Vielleicht so ein Eichhörnchen, das bekannt ist für Nintendo-Konsolen, weil Master Chief wäre ein bisschen viel. Aber ich könnte mir noch so einen Conker vielleicht vorstellen, wer weiß. Wenn Conker kommen würde, wow. Ich sag dir mal so, wenn Sakurai Conker haben will, dann kriegt er den auch. Wenn Sakurai Master Chief haben will, dann kriegt er den auch. Von daher, Microsoft sagt da einfach, nimm. Und ist egal. Du verkaufst unsere Xboxen. Gibt uns dafür einen Satz, wo ihr uns erwähnt und unsere Verkäufe angekurbelt werden, das reicht uns. Auf jeden Fall. Und das Interessante ist ja auch, weil Sakurai ist ja kein Mitarbeiter von Nintendo. Deswegen kann er das machen. Also Genau, er ist ein Freimann, er arbeitet für Nintendo, er ist aber nicht bei Nintendo. Er hat ja immer noch sein eigenes Studio, dementsprechend kann er sagen, was er will. Also es ist jetzt, deswegen macht es die News dann nicht so krass. Wenn Miyamoto sagen würde, bitte spielt Xbox. Das wäre dann schon. Stimmt, das wäre was anderes. Weil selbst Phil Spencer geht nicht auf die Bühne und sagt, die Switch ist eine tolle Konsole oder so, weil das natürlich, klar,
die sind zwar Freunde, aber PR-technisch kann er das nicht machen. Er würde es wahrscheinlich gerne sagen. Er würde es bestimmt gerne machen, aber ich glaube, natürlich nicht machen. Genau. Der Microsoft würde sagen, du kannst nicht den Konkurrenten Dings. Und Sakurai kann das machen, deswegen. Aber trotzdem eine coole Sache fand ich das von dass Nintendo auch, das erlaubt hat natürlich. Weil es dann aufgenommen hat, es war ja kein Live. Das heißt, sie hätten es rausschneiden können. Aber ja, sehr sympathisch. Und ich bin gespannt, ob wir nächste Woche von erhöhten Xbox-Verkaufszahlen. wenn ich im November in Japan sehe, sehe ich wahrscheinlich alle Xboxen ausverkauft. Alle. Alle fünf, die sie hatten, sind alle ausverkauft. Dass ein Satz einfach so eine Lawine auslösen kann, das ist schon erstaunlich und aber auf auch faszinierend. Auf aber nochmal, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, jetzt so Terry Bogard, ich hätte mir eher so einen Charakter gewünscht wie Kyo Kusanagi oder Iori Yagami, die auch ikonisch sind, aber die auch ein bisschen interessanter werden als halt so ein Posterboy. Ist halt nicht Posterboy. Ne? Ja, aber. Das ist so wie du kennst auch nicht. Muss man denn immer so Heldenfiguren einmal? Wieso kann man nicht mal so ein Zwischending, so mit Graustufen? Wieso traut weil den keiner sich kennt. Da nicht? Okay, Terry kennen auch die wenigsten. Muss man leider sagen. Geh auf die Straße, frag irgendeinen. Ja. Hey, kennen Sie Terry Bogard? Alle Leute werden nicht nur schief angucken. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also, King of Fighters ist ja, beziehungsweise Fatal Fury, also diese ganzen SNK-Spiele sind ja eh nicht so die bekanntesten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass jemand aus Samurai Shodown kommt. Weil man hat ja auch einen Charakter, die mit dem Vogel, ich weiß ihren Namen nicht, noch Korumora oder so heißt sie. Stimmt, die war in einem Trailer drin und da hätte ich gedacht, angeboten. Okay. Oder Homaru oder wie der heißt. Da hat man auf jeden Fall mit vielen Gefühlen gespielt. Genau, weil das Spiel ja auch jetzt für die Switch kommt, Samurai Shodown. Deswegen hätte ich gedacht, okay, klar, kommt einer von Samurai Shodown und entweder sie mit dem Falken oder der Mitsurugi-Abklatsch quasi. Das sind die beiden, weil das sind so die bekanntesten. Aber nein, Terry Bogard. Ja, irgendwo ja, cool, aber anders auch ein bisschen enttäuschend. Ja, auch so ein verschenkter Slot hat man so. Ja, ein bisschen das Gefühl. Ja, also der ist bestimmt cool. Der ist bestimmt cool und vor allem für die Leute, die SNK-Fans sind. Es kann ja sein, aber man wünscht aber sich schon so was Besonderes. So, ja. So einfach so, okay, wow. Ja, und bei Terry Bogard so sagt niemand Touchdown wow. Oder sowas fände ich schon irgendwo cooler. Das ist, ja, sowas crazy. Ja, oder ein Monster Hunter-Charakter oder sowas. Ja. Auch das wäre auch noch akzeptabel. Ja, aber na gut, ich meine, jetzt hat man einfach. Dadurch, dass man jetzt weiß, dass einfach noch mehr Charaktere kommen, ist die Chance einfach gegeben, dass einfach ein Dante kommt. Genau. Und dadurch, dass Terry Bogard da ist, denke ich halt auch, dass ein Tekken-Charakter, vielleicht noch ein Soul Calibur-Charakter ist. Absolut. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass sie weniger Fighting-Game-Charaktere nehmen, aber wie es aussieht, kommen wir vielleicht doch mehr Fighting-Game-Charaktere. Was ein bisschen schade ist, aber auch irgendwo cool. Also das ist halt so, ja, man erwartet immer mehr. Egal, welchen sie ankündigen, es wird immer sein, ich hätte doch lieber den. Ja, man kann nicht alle glücklich machen. Ja, ne? Genau, das ist halt. Wenn die versuchen, ein breites Spektrum abzudecken, was die Vorlieben angeht. Aber es ist auch schwierig. Es ist auch echt schwierig. Ja. Es gibt halt vier Charaktere, die man noch einbauen könnte. Und man muss sich halt unendlich festlegen. Charaktere. Jeder will alle schon, haben, von daher. Und alle geht halt leider nicht. Das geht ja nicht. Außer wir kriegen 200 Versionen von dem Spiel. Noch Season Pass, wer weiß. Bis zu unendlich. Aber das Witzige ist, dass Terry Bogard in einem Leak vorher schon quasi erwähnt wurde mit Ryo Hayabusa. Und Terry Bogard wurde quasi bestätigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Ryo Hayabusa der Fünfte ist, ist dementsprechend, sage ich mal, nicht allzu niedrig. Würde Sinn machen, fände ich schade, weil es dann keine einzige Frau, okay, wenn man Kazui zählt, dann wäre es eine Frau. Keine einzige. Finde ich auch schade. Das ist immer so ein. Fighting Games sind immer, obwohl mittlerweile viele Fighting Games haben mehr Frauencharaktere bekommen, aber Smash hat extrem wenig Charaktere, also Frauen. Oh ja, Nintendo, komm. Aber Ninja Gaiden würde halt passen. Dann ist halt die Frage, ist es der moderne Ryo Hayabusa oder ist es der Original Ryo Hayabusa von den NES-Teilen? Also mit seinem einfachen, billigen Ninja-Kostüm und vielleicht als zweites Kostüm. Ja, du hast ja alle Skins. Du hast ja alles weil theoretisch der dritte Teil war ja eine Zeit lang, die Razor's Edge-Edition war ja exklusiv für die Wii U damals. Okay. Vielleicht nimmt man dann den. Von drei, Obwohl man packt da einfach alle Fangen rein. Also ich würde dann natürlich lieber Ayane oder sowas aus dem Spiel haben oder Kazuma. Eigentlich schon, aber Ryo Hayabusa hat halt mehr Geschichte als. Ja. Die Charaktere, weil es einfach die Originalen, die Anfänge waren auf dem NES. Deswegen würde es Sinn machen, dass Ryo Hayabusa da drin ist. Aber für zukünftige, ich meine, da ist ja die Chance ist da. Und man wer weiß, vielleicht der zweite Season Pass dann nur Frauencharaktere, wer weiß.
Oh, das trauen die sich nicht. Also ein Charakter ist schon. Das trauen also, die sich. Das schon. Genau dieselben Serien. Dann kriegst du halt die Anne aus Persona 5. Du kriegst auch oh, keine Ahnung, welchen Charakter in Dragon Quest 11. Dann kriegst du die Schwester von Banjo. Du, oh, Mei. Mai, Shira, diese Ninja Mai aus SNK, aus King of Fighters. Hast okay, du dann für ja. SNK. Ich und dann, wenn es Ryu Hayabusa ist, der fünfte, dann kriegst du Ayane oder. Ich nehme jede Kumoto. Dame, Hauptsache ja. ein bisschen. Nicht das wäre interessant auf jeden Fall, wenn die wirklich dann die gleichen Dings und dann Frauencharaktere davon nehmen würden. Das wäre eine gute Sache. Ich glaube, das würde viele Fans traurig machen. Mich nicht, ich fände es ziemlich cool, aber es wäre ein bisschen langweilig, weil es dieselben, weil du weißt schon, was sich erwartet im Prinzip. Ja. Und so wäre es natürlich krasser, weil, wie gesagt, alles kann da drin sein. Ich sage Sub-Zero. Hat immer Sub-Zero ist noch nicht tot. Sub-Zero könnte noch kommen, ja. Wer weiß. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir natürlich Sachen wie Overwatch kommt, yay. Nachdem das Spiel 3 Jahre auf dem Markt ist, weiß ich gar nicht, wie viele Leute ein Multiplayer-Only-Spiel für die Switch spielen wollen, was nur in 30 Frames läuft. Es wird sich wie verrückt verkaufen. Das kann und man, bei uns kaufst du das Spiel und kriegst nur einen Code. Das Spiel ist nicht mal auf einem, das habe ich heute gelesen, in Japan, soll wohl eine physische Version rauskommen. Bei uns ist es halt eine Box und in der Box ist ein Download-Code für das Spiel drin. Plus 3 Monate Nintendo Online-Gedöns. Hm. Ja. Keine Ahnung, was sie davon halten sollen. Aber gut, ehrlich gesagt, wer Interesse an Overwatch hat und es bis heute noch nicht gespielt hat, glaube ich, wird es jetzt auch nicht plötzlich spielen für die Switch, weil die auch keine extra, also bis jetzt nichts Besonderes angekündigt haben für die Version. Also wenn da irgendwas, eine Kampagne dabei wäre oder irgendein Singleplayer, dann würde ich sagen, okay, die ist vielleicht cool, aber so ist es dasselbe Spiel. Sie überlegen aber über Crossplay, dass eventuell die Switch-Version ein Crossplay bekommen kann, weil die genau wissen, dass kein Mensch das auf der Switch spielen wird und dann einfach zu wenig Spieler da sein. Deswegen ist wohl die Überlegung, dass sie mit den Konsolenversionen vielleicht Xbox auf jeden Fall, weil Switch und Nintendo, Microsoft und Nintendo ja gut miteinander arbeiten, vielleicht auch PlayStation dabei ist. Bist du nicht. Ist aber schon lange in der Frage, dass es auch ein Crossplay zwischen PlayStation und Xbox geben soll. Also wenn, dann denke ich, wenn alle 3 Konsolen, dann macht das alles wieder Sinn. Dann haben wir natürlich Super Nintendo, haben wir quasi schon ein bisschen gespoilert, dass die Super Nintendo-Spiele jetzt auch kommen für Switch Online. Da sind viele Spiele dabei, die es tatsächlich auch so auf dem SNES Mini gibt, was ich interessant fand. Aber auch ein paar andere sind dabei. Ein paar richtig gute Demon's Quest zum Beispiel. Demon's Quest, sehr gut. Also sehr, sehr vor allem untergegangenes Spiel und auch ein sehr wertvolles Spiel. Absolut. Deswegen ist es sehr cool, dass das dabei ist. Aber was ich heute gelesen habe, heute oder gestern, bin mir gerade nicht sicher. Ja, heute wahrscheinlich. Dass angeblich die wohl nicht mehr so viele Spiele dazuschmeißen wollen. Also die Bitte? Die hatten ja so eine Garantie, so eine, dass jeden Monat neue Spiele dazu kommen. Das ist wohl verschwunden von der Internetseite. Nein, wirklich? Dass das vielleicht jetzt nicht mehr so oft, also vielleicht doch nicht jeden Monat, es werden bestimmt ab und zu mal neue Spiele. Das ist aber ein Downer, wenn dann aber, das ist wohl verschwunden von der Seite, dieses Versprechen. Oder sie machen es neu, dass jeden Monat mehr Spiele kommen, keine Ahnung. Aber die ganz wichtigen, da muss auch Lufia, da muss es einfach mal. Ja, da muss eigentlich Mana, alles. Da muss doch, ich habe eine Liste hier. Richtig, meine Wunschliste. Die muss ich doch glaube, noch. Genau deswegen haben die gesagt, nee, Leute, chillt mal. Weil so viel können wir nicht machen. Ja, bei den ersten 20 haben sie schon ein paar richtig gute schon. Auf jeden Fall. Drin. Ist ähnlich wie beim SNES Mini quasi, haben sie auch eine gute Auswahl gehabt. Und auf jeden Fall eine coole Sache, kann man auf jeden Fall sagen. Habe ich mich schon lange darauf gefreut, dass das mal reinkommt. Genau, also einfach es wird immer noch neue Spiele geben, die dazukommen werden, aber sie werden halt nicht jeden Monat kommen. Also es kann manchmal sein, dass wir vielleicht 3 in einer Woche bekommen und dann erstmal 2 Monate lang nichts mehr davon hören. Also das Intervall wird einfach nicht mehr versichert, dass du jeden Monat bekommst. Aber warum, fragt man sich. Vielleicht wegen den Lizenzen. Vielleicht haben die gesehen, dass es doch nicht so einfach ist, weil das hat ja auch Microsoft mit der Backwards-Kompatibilität, da hast du auch am Anfang gesehen, war das extrem, jeden Monat 10 Titel gefühlt und danach wurde das immer weniger und jetzt haben sie erstmal aufgehört. Deswegen, ich glaube, das ist einfach auch so eine Lizenzfrage, weil nicht alle Spiele von Nintendo sind. Ne? Sie müssen ja auch zu Square gehen, sie müssen zu allen Firmen gehen und da die Rechte holen, dass sie das Spiel nochmal rausbringen dürfen, umsonst. Das ist es ja. Die müssen ja auch Geld dafür bekommen. Das stimmt. Ist ja nicht so, dass sie die nur einfach in den Store stellen, wie bei Microsoft. Da ist es ja so, dass sie sagen, okay, du kannst es spielen, aber du kannst es auch kaufen. Ne? Das ist also dann für den Entwickler natürlich klar, für unser Xbox 360-Spiel nochmal, weil dann können wir noch ein bisschen Geld mitmachen. Aber bei so einem Spiel ist es quasi, okay, wir nehmen euer Spiel, die Leute zahlen nur 20 Euro maximal dafür
Und ihr kriegt ein bisschen was davon, das war's. Ja, es ist schon ein komplizierterer Vorgang, als man genau so mal meinen würde. Von daher. Aber mal gucken, also ich bin ja jetzt schon zufrieden. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist schon cool, dass es wenigstens schon mal Super Nintendo-Spiele gibt. Und natürlich gibt es auch in USB, in Bluetooth ah, ja, stimmt. Super Nintendo-Controller, den man kaufen kann. Richtig cool. Aber ja, den kann man nur über Nintendo Shop irgendwie. Ja, kaufen. Den kann man nur als Mitglied von online, von dem das Online. Ist ja, das kaufen ist ja irgendwie. Und dann auch nur online bei denen. Also, das war bei den NES-Controllern ja auch so. Da konnte man die auch nur da kaufen. Aber schade. Gut, anders kannst du die ja nicht benutzen, ne? Deswegen, die sind ja dafür gedacht, dass du die als Mitglied benutzt, von daher. Naja, ist ein bisschen komisch, aber ja. Na gut, aber trotzdem eine coole Sache. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann gab es natürlich mehr Sachen zu älteren Spielen, von denen wir schon was wissen. Also Pokémon hat ein bisschen was Neues bekommen, Zelda, Luigi's Mansion, Animal Crossing hat man mehr gesehen. Animal Crossing sieht aus wie ein Survival-Game mit dem ganzen Crafting. Das ist Minecraft geworden, so ein bisschen. Ja, ich finde es halt, eigentlich. Ich finde es interessant tatsächlich. Ich auch. Weil es halt diese Elemente hat. Ein bisschen. Auf jeden Fall. Also, ich werde es mir angucken, weil es halt diese Elemente hat von Minecraft und diesen ganzen Survival Games. Mal gucken, wie tief das natürlich geht. Aber ja, das. Ja, weil die alten Animal Crossings, da ist es echt schwer, da irgendwie ranzukommen, weil der Einstieg ist da echt schwierig. Oh ja, man rafft erstmal nichts. Richtig. Ich habe da mal versucht reinzukommen zu den aktuellsten, also für den 3DS, und irgendwie komme ich da nicht rein. Und mal gucken, vielleicht da sehe ich mehr vielleicht Potenzial. Vielleicht ist das ja was für uns. Genau, das verstehe ich mehr, sagen wir es mal so. dann natürlich auch wieder was zu Demon X Machina, haben wir auch wieder einen neuen Trailer gesehen. Oh, das wird auch richtig gut. Genau, ja. Mit der neuen Demo, genau, die neue Prolog-Demo kommt da auch. Auch cool, dass man quasi der Fortschritt quasi übernommen wird, auch coole richtig. Sache. Ja, also man kann das spielen und dann, wenn es einem gefällt und man es kauft, kann man weiterspielen mit dem gleichen Charakter und den Features. Ist sogar gut. Online auch die Demo, das heißt, man kann auch direkt online spielen. Natürlich ein neuer Trailer zu Witcher 3. Natürlich. Okay, warum nicht? Darf nicht fehlen. Assassin's Creed The Rebel Collection, eine der besten Assassin's Creed Spiele mit Black Flag und Rogue soll auch sehr gut sein. Kommen für die Switch auch sehr cool. Sehr schön. Dauntless war aber schon klar, kommt jetzt auch für die Switch. Das Monster Hunter-like-Spiel mit Crossplay. Also das ist sehr gut. Das hat das Spiel ja schon sogar. Und man hat sogar gesehen, eine neue Waffe. Aber jetzt ist Monster Hunter da, deswegen Leute. Das ist leider erstmal verloren. Auf Eis. Ihr habt mich leider verloren. Gestern hättet ihr mich noch bekommen können. Heute bin ich weg. Heute bin ich verloren. Verdammt, das Timing war nicht gut. Genau. Trials of Mana haben wir gesehen, den Release. Neue Amiibos natürlich wurden auch gezeigt. Was haben wir noch? Outer Worlds, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass das für die Switch kommt. Stimmt. Das hat mich sehr überrascht. Ja, das stimmt. Das wusste ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, ich wusste nicht, ob das vorher angekündigt war, aber ja, jetzt haben wir es gesehen. Fand ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass das kommt. Natürlich Just Dance, darf man nicht vergessen. Das kommt sogar noch. Just Dance kommt tatsächlich noch für die Wii raus. Wie? Echt? 2000, also da kommt noch für Spiele raus. Gibt es für die Wii. Just Dance ist das letzte Spiel für die Wii derzeit. Wer weiß, ob 21 auch noch für die Wii kommt. Interessant, ehrlich. Dann Landwirtschaftssimulator kommt auch. Mein Favorit. Endlich Vampir kommt auch raus. Auch sehr cool. Devil May Cry 2 natürlich auch schon erwähnt. Musstest du das nochmal erwähnen? Einmal reicht doch. So gut. Das ist eine größere Überraschung, die mich sehr gefreut hat. Jedi Knight 2 Jedi Outcast kommt für die Switch. Auch nicht exklusiv, kommt auch für die PS4 raus. Oh, das hat mich auch super gefreut. Ja, sehr cool. Ist halt ein Remaster und es ist eins der geilsten Star Wars-Spiele gewesen. Absolut. Das finde ich ziemlich cool. Leider ist es nur der Singleplayer. Aber das nur beim ersten. So beim zweiten ist der Multiplayer dabei. Academy kommt auch noch? Ja, klar. Echt? Haben die es gesagt? Das wusste ich nicht. Ja, klar. Beide kommen. Oh mein Gott. Und beide dann mit Online-Multiplayer. Oh mein Gott. Super gut, Alter. Wow. Sehr, sehr gut. Also Online-Multiplayer ist natürlich geil, weil das Spiel habe ich damals auf dem PC gesuchtet online. Es war geil. Es hat aber Spaß gemacht, ja. Oh, da freue ich mich drauf. Freue ich mich auch drauf. Dann Return of the Obra Dinn, ein sehr cool aussehendes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das ich glaube, für PC gibt es das schon. Hat so einen Stil, als wenn es ein Gameboy-Spiel wäre. So sieht es ein bisschen aus. Das ist so, wo man so herausfinden muss, was passiert ist mit der Crew auf dem Schiff. Auf jeden Fall grafisch super aussehendes Spiel. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber ich kenne schon von dem Spiel. Also ich habe das schon vor mehreren Jahren von gehört. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kommt, wie gesagt, auch für die Switch. Dann ein Spiel, das ich fand, sah ziemlich cool aus, war dieses Little Town Hero. Das neue Spiel von Game Freak auch wieder, von den Pokémon-Machern. Ja. Fand ich sehr interessantes Kampfsystem, dass man halt im Kampf quasi zu einem anderen
ja, Mitglied der Party laufen kann wahrscheinlich. Also einfach zu jemand anders kann man mit einem Kampf kann man sich halt bewegen und man geht dann halt woanders hin und der hilft einem dann beim Kämpfen. Also ein sieht sehr einzigartiges JRPG-Kampfsystem, also nicht so ein Standard Final Fantasy, sage ich mal. Hört sich sehr interessant an. Und Toby Fox, der Macher von Undertale, macht fast 90% oder mehr des Soundtracks. Wo ich mir denke, boah, der Typ, der hat's geschafft, ey. Der hat's geschafft. Der hat's auf jeden Fall geschafft. Ich meine, das Kostüm für Sams von Sans ist ja auch in Smash Bros. Stimmt. Plus, das ist sogar drin, was ziemlich geil ist. Und der Kollege hat mit Sakurai Smash gespielt. Ja, und der hat mit, das ist krass, der hat mit, und da haben auch alle so den Gag gemacht, ja, wenn du willst, dass dein Charakter in Smash drin ist, geh einfach zu Sakurai, besiegt ihn in Smash. Er hat's gemacht. Also Phil Spencer hat ihn wahrscheinlich dann auch besiegt und deswegen gibt's Banjo-Kazooie. Geht alle zu Sakurai, ja, die Bude. Und ja, da ist eine Warteschlange quasi und dann alle Entwickler stehen da gerade, Schlange. Ich glaube auch. Auf jeden Fall sehr lustig. Dann ein neues Kirby-Spiel, Spin-Off, werde ich es ernähren, weil es kein richtiges Kirby ist. Es ist Super Kirby Clash. Sowas ähnliches gab es schon mal für den 3DS. Da hieß das, ich glaube, Battle Royale hieß das tatsächlich. Kirby Battle Royale. Wo man halt so eine Art Action-Rollenspiel, aber so 2D und dann nur gegen Bosse kämpft, wo man mehrere Klassen auswählen von Kirbys. Und das war ganz okay, das Spiel für den. Es passt auf jeden Fall, weil Kirby ja diese ganzen Fähigkeiten hat und dadurch halt auch mittlerweile super viele Moves kann pro Fähigkeit. Deswegen ganz nett. Was interessant ist, das ist ein Free-to-Start-Spiel. Heißt, man kann es umsonst anfangen, aber irgendwann kommt dann halt eine Paywall im Prinzip. Okay. Also genau war ich mir da nicht sicher, ob es da jetzt Microtransactions gibt, weil dann wäre es aber Free-to-Play. Also es ist nur Free-to-Start. Also irgendwann muss man dann wahrscheinlich ist es so eine Art Demo, die man so und so viele Levels spielen kann und dann irgendwann muss man halt den Rest des Spiels kaufen. Also eine Art Prolog quasi kann man wahrscheinlich sonst spielen. So, dann gehe ich hier noch durch. Dann kommt natürlich Tetris 99, kriegt eine neue DLC und kommt sogar als physische Version raus. Finde ich auch interessant. Ist das irgendwie auch cool, dass es dann physisch, ja, ganz okay. Cool. Und wie gesagt, neuer DLC mit neuen Hintergründen und sowas. Das ist dann so schon okay. Nett. Ja, dann sind wir, glaube ich, alles durch, bis auf, ja, die interessanten Sachen. Und eine Sache, da habe ich mich super gefreut. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut. Oh, was mag das sein? Ach so, ich weiß es. Ich bereue so, dass ich dieses Spiel, ich besitze dieses Spiel. Aber ich habe es nie durchgespielt, aber ich möchte es durchspielen. Und Die Plattform war die falsche. Die Plattform ist halt einfach blöd gewesen. Tokyo Mirage Sessions, Hashtag FI, Encore, auch ein geiler Titel. Das sah schon gut aus. Ich liebe dieses Spiel und ich habe es nie durchgespielt. Es ist Persona meets Fire Emblem, weil der Zeichner ist der Fire Emblem-Zeichner und auch Charaktere aus Fire Emblem wie Chrome zum Beispiel oder Tiki kommen in dem Spiel vor und das Spiel ist halt erinnert sehr an Persona, weil man auch in Shibuya rumläuft und nur alles auch auf Idols gemacht, deswegen sehr japanisch. Ich bereue echt, dass ich dieses Spiel nie weitergespielt habe, weil es mir echt Spaß gemacht hat, aber es war halt auf der Wii U und das war nicht so meine Lieblingskonsole, muss ich leider sagen. Und ich habe immer gesagt, boah, die müssen das für die Switch rausbringen, weil on the go, voll geil. Und endlich kommt es Anfang des Jahres. Ist schade. Das Warten hat sich gelohnt. Ich hätte es gern Anfang November gehabt, weil dann wäre es perfekt für meine Japan-Reise gewesen, aber naja. Naja, knapp verpasst. Immerhin. Und es ist nicht nur einfach ein Port, sondern wir kriegen auch noch ein paar extra Sachen, weil es Encore heißt. Das finde ich sehr gut. Kommt, wie gesagt, Anfang des Jahres raus. Freue ich mich super drauf. Also, das ist echt so ein Spiel. Day One wird direkt gespielt. Dann war es ja gut, dass du es damals nicht durchgespielt hast. Richtig. Eigentlich schon. Jetzt habe ich mehr Content. Und immer, wenn ich so ins Regal geguckt habe, alles richtig gemacht. Ich könnte sie wieder anschließen, aber ich will einfach mit diesem Gamepad nicht spielen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Spiel von der Wii U und ich kann sie eigentlich wegschmeißen. Das wäre? Wonderful 101. Das letzte Spiel von Platinum Games. Wenn die das noch ankündigen und wehe, macht es nicht. Ich meine, es wird kommen. Es müssen ein paar Sachen geändert werden, aber boah, würde ich mich freuen. Dieses Spiel ist auch so untergegangen. Das ist so ein verdammt geiles Spiel. Und das ist so ein klassisches Platinum Games Spiel. Action, Action, Action. Ach ja, du wolltest Action? Hier kriegst du noch mehr Action. Also dieses Spiel ist so, der Endboss-Kampf hat, glaube ich, 8 Phasen oder sowas und die werden immer übertriebener. Oder 12 Phasen. Dieser Endboss war der absolut krasseste Endboss, den ich je in einem Spiel gesehen habe, weil du dachtest immer so, jetzt schon ist es krass. Nein, warte 3 Phasen später. Warum? Dann war es noch krass. Wieso spoilerst du das jetzt, wenn das irgendwann ich das spielen könnte? Dann,
Ich will dich geil machen auf dieses Spiel, dass du dieses Spiel auf jeden Fall kaufen musst. Warum musstest du den Endkampf bitte beschreiben? Ich sag ja nicht, was passiert. Glaub mir. Aber du hast gesagt, du bist nicht vorbereitet auf das, was passiert. Ich bin jetzt auf die 8 Phasen vorbereitet. Ich glaube, es sind sogar mehr. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall absolut geil. Und deswegen, Bayonetta, Jan und Rodan sind sogar im Spiel drin. Aber super gut versteckt, dass Leute das erst Monate später herausgefunden haben. Okay. Also da muss man wirklich viel krasse Sachen machen, um die freizuschalten. Aber sie sind drin. Und deswegen, wenn die jetzt noch einen Remake, Remaster, was auch immer machen für die Switch, könnten sie die Astral Chain Charaktere noch reinbauen. Als Gag. Ja. Oder halt noch andere Platinum Games Charaktere, die bis dahin raus sind. Deswegen, bitte. Das ist das letzte Spiel, wo ich meine Wii für anschließen muss derzeit. Was auch ein bisschen schade ist als Sammler, wo ich mir denke, so brauche ich meine Wii U? Soll ich meine ganzen Wii U-Spiele verkaufen? Weil sind die ja eigentlich alle nicht, also fast alle, es gibt ein paar, die noch exklusiv sind. Eigentlich werden die ja so langsam überflüssig. Eigentlich schon. Oder sie werden super viel wert irgendwann mal, weil das stimmt. Die Originalversion sind, Ahnung. Das stimmt. Aber du fliegst dann nach Japan, dann kannst du mal persönlich. Ich frage mal nach, ob ich die dann da eintauschen kann. Platinum Games. Genau, ich frage mal, hey, wie sieht's aus? Kriege ich Wonderful 102? Oder mach von mir aus Wonderful 102 draus, also eine Fortsetzung. Mir egal, aber ich will dieses Spiel haben, weil ich das echt total unterschätztes Platinum-Games-Spiel und ein ziemlich geiles Spiel. Okay. Und das letzte, was ich auch sehr cool fand, war Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ja. Im Prinzip die dritte Version, die es schon von dem Spiel gibt, weil es gab ja die Original-Wii-Version, dann gab es eine 3DS-Version und jetzt gibt es eine Remastered. Ich würde schon Remastered nennen, nicht Remastered, ich würde schon fast Remake sagen, weil es sieht aus, als wenn es die Engine vom zweiten Teil wäre, weil die deutlich besser aussehen. Es ist vielleicht nicht so extrem Remake, wie man sich das vorstellt, aber ich glaube, die benutzen die Engine aus Teil 2, weil die Charaktere sehen extrem Cel-Shading aus und im Original sehen die nicht so aus. Also deswegen. Ein gewisser Aufwand war schon auf jeden Fall. Haben die da reingesteckt. Genau, also und es heißt auch Definitive Edition. Und man sieht auch am Ende, dass da halt, ich glaube, diesen Charakter, den kennt man nicht aus dem Originalspiel. Ist schon was her, dass ich das gespielt habe. Okay, ich meine, 2011 kam das raus. Ich habe das für die Wii damals gespielt. Und habe den 3DS-Teil damals, weil einfach die Steuerung, ich fand die Steuerung gut vom 3DS-Teil, aber das Bild war so klein und die ganzen Menüs waren so groß, dass ich nichts mehr erkannt habe. Und habe ich gesagt, okay, nein, ich brauche das nicht mehr spielen. Deswegen ist schon was her. Deswegen weiß ich nicht, ob dieser Charakter nicht ein neuer Charakter war, den man da am Ende gesehen hat. Weil ich denke mal, die werden da ein paar extra Sachen einbauen, weil auch Sachen wie Xenoblade Chronicles 2 hat ja zum Beispiel auch Charaktere aus Xenoverse? Nein. Xenoverse war Dragon Ball, ne? Xenoverse war Dragon Ball. Moment, ich hab's vor mir, PlayStation 2 Spiel. Xenosaga. Xenosaga ist ja auch von dem gleichen Macher, deswegen Xenoblade, Xenosaga. Die Kosmos zum Beispiel, die gab es ja dann als Charakter, also als Schwert zu finden in Teil 2. Als Gag, wer weiß, vielleicht bauen die noch mehr extra Sachen in diesen Teil ein. Also ich denke mal, die werden ein bisschen mehr machen. Bestimmt noch ein paar Quality of Life Sachen, weil der zweite sich deutlich besser spielt als der erste. Deswegen, ich denke mal, die werden vieles übernehmen aus dem zweiten. Ich denke auch. Freut mich auf jeden Fall. Also ich freue mich, das Spiel tatsächlich nochmal zu spielen, weil es ein echt gutes, also sehr, sehr gutes Rollenspiel ist. Was sich mehr spielt wie Spiele wie Final Fantasy 12 zum Beispiel. Und nicht wie Final. Also, es ist kein klassisches. Okay. Es ist mehr so dieses: Oh, da ist ein Gegner, ich ziehe meine Waffe und der Kampf fängt direkt an. Also, keine extra random Encounter. Und man haut die ganze Zeit immer Cooldown-mäßig, hat man. Also, man benutzt seine Skills andauernd in der Reihenfolge, wie man will. Und sonst macht man immer einen normalen Angriff. Also, im Prinzip wie so ein MMO schon fast. Also, so WoW. Final Fantasy 12 war ja auch sowas. Verstehe. Also, auf jeden Fall mehr aktiv, sage ich mal. Sehr gutes Spiel, storytechnisch sehr, sehr gut. Ich hoffe, aber das hörte sich nicht so an, dass die Synchronisation sich ändert, weil die sehr, also nicht, dass sie schlecht ist, aber sie ist sehr britisch. Also jeder hatte einen britischen Akzent, was ein bisschen komisch ist in so einer Welt, aber gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Ja, das war ja auch ein Grund, warum das Spiel ja damals für die nicht in Amerika rausgekommen ist. Das Spiel ist ja nur in Europa rausgekommen und in Japan. Ui, in Japan natürlich auf Englisch. Oder sie machen die japanische Tonspur rein, dann bin ich zufrieden. Oh ja, bitte. Das wäre perfekt, natürlich, wenn man die Wahl hat. Weil die englische, wie gesagt, nicht schlecht, aber ich fand den krass britischen Akzent von manchen Charakteren einfach ein bisschen zu viel. Aber, over the top. Ja, wie es aussieht, scheint wohl Nintendo nur britische, englische Synchronsprecher, weil auch in Zelda Breath of the Wild ist ja auch eine Britin, die sich aber gut anhört, weil bei Frauen finde ich den Akzent nicht so schlimm. Bei Männern, wie gesagt, es gibt da so ein paar Charaktere bei Xenoblade,
wo ich dachte, okay, der kommt aus England, das ist ein Schotte oder sowas. Der kommt nicht aus der Fantasiewelt, der kommt aus unserer Welt. Deswegen. Ja, das reißt dann bestimmt so ein bisschen aus der Welt dann raus. Ja, das ist dann einfach zu viel. Also wenn ein, zwei Charakter mal einen britischen Akzent haben oder so, dann ist ja öfters, in japanischen Spielen gibt es ja auch Akzente. Manchmal, ne, wenn du jetzt Yakuza so spielst, hast du ja auch Akzente. Aber japanische Akzente, die wir nicht so kennen. Und um das dann besser darzustellen, nehmen sie dann halt englische Akzente. Also dann gibt es natürlich den britischen Akzent, den schottischen Akzent. Damit du dann ganz klar siehst, okay, diese Leute reden ein bisschen anders als diese Leute. Und das ist natürlich dann im Englischen für uns, hört sich das einfach blöd an. Im Japanischen hört sich das wahrscheinlich für die Japaner auch ein bisschen blöd an. Ja, ja, ja. Bei uns, wir merken das nicht so. Wir merken einfach nur, dass er Sachen anders ausspricht. Und das hört sich immer cool an für uns. Aber ja, so ist es. Aber das wäre cool, wenn wenigstens die japanische Tonspur dabei wäre. Aber dann, ich glaube, sind wir alles durch. Ne? Eine Sache habe ich noch, eine kleine. Es wurde zwar schon im Vorfeld eigentlich mehr oder weniger geleakt, aber Doom 64 kommt auch für die Switch. Und ich hatte das damals. Und ich habe es so geliebt. Ist Doom 64 ein anderes Spiel oder ist das einfach nur das Original mit einem anderen Grafik? Weil das weiß ich nicht. Das habe ich nie verstanden. Ist es ein ganz eigenes Spiel oder ist es halt, wie gesagt, Doom 1 nur als 64er Remake? Ich denke, das war was Eigenes, glaube ich. Okay. Ich will es jetzt nicht beschwören. Ja. Ich glaube, das war was Eigenes. Dann hoffe ich, dass das auf die anderen Konsolen kommt. Aber das war aber richtig gut. Ja, ich habe auch gehört. Deswegen, weil viele Leute haben gesagt, yes, es kommt. Und es macht natürlich Sinn, dass es für die Switch kommt. Die Frage ist halt, ich habe nicht herausgefunden, ob es auch für alle Konsolen kommt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ich weiß nicht. Ich meine, es ist Bethesda. Deswegen, vielleicht ist es nur so. Aber 64! Ja, natürlich. Hört sich komisch an auf den anderen Konsolen. Aber ja. Bin ich gespannt, also ich werde es auf jeden Fall spielen, weil das habe ich nie gespielt und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Remake ist oder ob es ein quasi dritter Teil ist von Doom. Das ist der 64. Teil, natürlich. Da muss man die 63 Teile vorher alle gespielt haben. Super erfolgreich. Auf jeden Fall. Nee, aber ja, das fand ich auch ziemlich cool, dass das kommt. Ja, aber sonst, ja, hier noch Kleinigkeiten, Divinity, Original Sin 2 kommt auch, haben wir nicht erwähnt, und Rogue Company, das neue 5 gegen 5 Online-Shooter von Hi-Rez, wo ich mir denke, Hi-Rez Studio, habt ihr nicht schon 8 Millionen andere Online-Spiele? Wie viele Online-Spiele wollt ihr auf den Markt bringen? die haben ja schon einen quasi Overwatch-Klon, die haben einen League of Legends-Klon, die haben ein Battle Royale, haben die. die haben bestimmt noch irgendein Spiel, was ich vergesse. Und jetzt noch das, okay. Ich meine, die Spiele sind gut von denen, das muss man dazu sagen. Also, die machen wirklich gute Free-to-Play-Spiele. Rogue Company kommt auch für alle Konsolen, also es wurde nur da gezeigt, kommt natürlich für alle. Ob es Crossplay hat, keine Ahnung, weil ich glaube, Paladins hat Crossplay mit der, also Paladins ist quasi das Overwatch von denen. Das hat Crossplay mit Xbox auf jeden Fall. Ob das auch mit PlayStation hat, weiß ich nicht. Oder PC. Na gut, PC wahrscheinlich nicht. Ja, aber sah sehr generic aus, muss ich sagen. Ja. Jetzt besonders aus, aber gut, das kann immer trügen, weil die wirklich gute Qualitätsspiele, also gute Free-to-Play-Spiele waren. Sehr faire Free-to-Play-Spiele. Ich habe Paladins sehr viel gespielt und hatte echt Spaß dabei und habe nichts ausgegeben. Ich war echt zufrieden mit dem Spiel. Und ja, sie haben nochmal Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered steht hier, aber es ist ja eigentlich die Originalversion. Ja. Aber dann sind wir eigentlich, und Grid Autosport natürlich auch, wir bauen Rennspiele, Call of Cthulhu natürlich auch, mehr Horror, und dann haben wir sie alle. Ich denke, ja, das waren so die wichtigsten. Die wichtigsten haben wir, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ui. Und da muss ich sagen, diese Retro-Spiele sehen cool aus. Das kann man, ja, das, ja, doch, ja. Doch. Also das fand ich ganz interessant. Und es hat einen Story-Modus. Also, was braucht man mehr in dem Sportspiel? Was braucht man mehr? Jedes Sportspiel hat jetzt Story-Modus, da muss auch natürlich das Spiel haben. ist natürlich immer schade. Ich finde immer diese olympischen Spiele, sehen immer cool aus in Trailern, aber immer wenn ich dann die Reviews sehe, sehe ich einfach nur, dass sie immer so total reinfallen. Und ich denke mir so, was ist da passiert? Und das ist halt wieder auch, das Spiel sieht gut aus, aber ich warte. Wenn das gute Reviews bekommt, kaufe ich es mir. Und ich meine, das muss gut sein. Hallo? Olympische Spiele Tokio. Das gehört doch in die Sammlung. Eigentlich muss es gut ist oder nicht. Ja, weil es Tokio ist, deswegen. Allein dafür. Ich hoffe, es wird gut. Weil das ist so, glaube ich, so ein Partyspiel, das könnte Spaß machen, so zu viert. Doch. Ja, wieso deswegen. Nicht? Denn ich spiele das ja nicht wegen dem Story. Alleine spielt man das ja auch. Da genau, höchstens vielleicht, um irgendwelche Charaktere oder irgendwas freizuschalten. Weil ja, man okay, aber sonst. Also Story-Modus. Aber sonst ist das für vier Player, für so einen Spieleabend, ist das bestimmt perfekt, das Spiel. Ich hoffe nur, dass es gut ist. Wie gesagt, meistens sind das leider immer so kleine Reinfälle. Leider, ja. Ja, aber das stimmt. Mal schauen, vielleicht haben sie es diesmal hinbekommen. Vielleicht ist diesmal Nintendo da ein bisschen mehr involviert und nicht nur Sega oder wer auch immer da entwickelt.
dass die Dann stimmt es auch mit der Qualität. Dann richtig, vielleicht mal. Wenn Nintendo da ein bisschen was unter die Hände greift, dann wäre es sehr cool. Deswegen, ja, aber dann haben wir eigentlich alles erzählt, was da gezeigt wurde. Wie gesagt, vollgepackt, deswegen ist der Podcast auch ein bisschen länger geworden, weil wir halt viel zu reden haben. Ja, ich sehe gerade. Aber ja, sonst haben wir alles eigentlich durch. Würde ich auch würd ich sagen. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Danke. Wie auch immer ihr diesen Podcast konsumiert. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Kave, dass du wieder dabei warst. Gerne, immer wieder gerne. Es war wieder, das war eine schöne Folge, hat mir echt Spaß gemacht. Es waren auch so viele schöne Themen. Auf jeden Fall. So kann es gerne weitergehen. Gute Sachen, ja, das wäre schön, wenn das immer so wäre. Wenn das jede weniger. Woche so wäre. Ja, jeden Tag einfach so. Jeden Tag so ein. Genau. und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Da habe ich auf jeden Fall jetzt sehr viele Spiele, über die ich noch reden kann, weil ich noch ein paar Sachen zu spielen habe. Natürlich, Monster Hunter ist da, Gears of War 5 ist gerade, oder Gears 5 heißt es jetzt nur noch, ist auch interessant. Wieder. Das neue Horrorspiel hier, Blair Witch, das habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Da bin ich auch gespannt auf deine Meinung. Da werde ich auch noch ein bisschen was drüber reden nächste Woche. Mal gucken, wie viele Spiele ich nächste Woche erwähnen werde, wie viel ich zu spielen bekomme bei Monster Hunter. Geht das überhaupt in einer Woche so viele Spiele? Ich versuche wenigstens ein bisschen was von Gears zu spielen, damit ich wenigstens ein bisschen was erzählen kann. Mal gucken. Okay. Aber auf jeden Fall Blair Witch und sonst Monster Hunter kann ich auf jeden Fall viel zu erzählen. deswegen freut euch darauf und wir gehen wieder ins Internet, durchforsten uns nach den interessantesten News, die wir finden können. Jawohl. Und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Ausgelevelt, der Podcast. Bis dann. Danke, tschüssi.